Herzlich willkommen beim D&D Dienstag, an dem wir online Dungeons and Dragons spielen. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid zum D&D Dienstagabend heute, an dem nichts so ist wie sonst immer. Denn wir spielen heute nicht D&D, nein, wir spielen Vampire the Masquerade, ein One-Shot, geleitet vom lieben Koali. Hallo Koali. Uhu. Also, schön, dass du da bist. Schön, dass du für uns Vampire leitest. Ich freue mich schon drauf. Wir haben gerade live zugeguckt auf Twitch.tv / Jingle Channel, sieht man deine Pupillen, die sind ganz weiß. Mega. Ja, ich habe mich extra in Schale geschmissen. Sieht mega nice aus. Ich habe heute die Brücke aufgezogen, die man schon von mir kennt, diese. Dazu später mehr. Aber Koali, deinen Kanal gibt es auch auf Twitch, auf Twitch.tv / Koali. Anstelle von einem O ist es eine 0. Und dann sieht man dich dort. Du streamst nämlich auch schöne Dinge ins Internet. Was streamst du denn? Ja, ich streame Pen and Paper Rollenspiel. Also zurzeit das Schwarze Auge Runden. Früher auch mal Vampire the Masquerade und alles Mögliche zwischendurch mal. Aber zurzeit fest zwei das Schwarze Auge Runden, ja. Ja, cool. Kann man dann bei dir sehen, wie du dann die Leute durch Aventurien schickst. Korrekt, ja. Jeden Sonntagabend. Feste Sendezeit. 20 Uhr. Alles klar, sonntags um 20 Uhr. Sehr cool. Heute mit dabei ist auch der Heiko, den ihr schon vom D&D Dienstag kennt. Hallo Heiko. Hallo, hallo Internet. Alles klar bei dir? Ja, soweit, so gut. Ich freue mich mal wieder Vampire zu spielen. Ja, du kennst es ja schon von früher. Schönes Spiel. Ja, genau. Genau. Ja, auch eine Gothic-Phase. Welcome to my world. Das hilft bei Vampire, habe ich mir sagen lassen. Bisschen. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Ah, Revival. Und Svenske ist dabei. Hi. Hallo. Vielleicht kennt ihr Svenske noch von unserer ersten Staffel und von der zweiten Staffel vom Dienstag. Da hast du mitgespielt. Die Araxi hast du gespielt. Ja, genau. Ich freue mich voll, Vampire zu spielen, weil ich das noch nie gespielt habe. Und ja, freue mich schon. Ja, cool. Ich habe es auch noch nie gespielt, das Pen and Paper. Dafür das Computerspiel Vampire the Masquerade gab es auch mal für den PC. Ich erinnere mich ganz dunkel dran. Aber fand ich ganz cool eigentlich. Ja, Leute, One-Shot, ne? Also wir gucken, wie weit wir kommen. Es ist so angepeilt, 2 Stunden zu spielen. Vielleicht geht es auch ein bisschen länger. Das lasse ich mal offen. Und ich würde jetzt einfach direkt abgeben an den Koali, der uns jetzt in die Welt von Vampire entführt. Ja, vielen Dank. Dann starten wir mal in die World of Darkness, so heißt es nämlich, weil sie etwas düsterer ist als unsere Welt. Wir befinden uns in einer etwas düsteren Version unserer Welt, in der fiktiven Stadt Violet City. In dieser Welt ist nichts und doch alles genauso, wie wir es kennen. Eigentlich, auf den ersten Blick, ist alles ziemlich bekannt. Und doch sieht man die Welt mehr in grauen und etwas abgeblichenen Tönen. Es liegt mehr Dreck auf der Straße, es ist allgemein ein rauer Umgangston. Die Welt scheint irgendwie auf des Messers Schneide zu sein. Es ist öfters bewölkt, es regnet viel. Und hinter den Kulissen, ohne dass die Menschen davon etwas mitbekommen würden, gibt es das Übernatürliche. Es gibt Feen, es gibt Monster, Vampire und Werwölfe, Magier und auch diejenigen, die sich dieser Welt bewusst sind, die die Monster jagen und ausrotten wollen, um die Menschheit zu schützen. Aber heute erleben wir 3 Monster. 3 relativ neue Vampire, Frischlinge, wie man sie nennt. Wir haben einen Nosferatu, einen weiblichen Nosferatu namens Eileen. Eileen, wenn der Zuschauer dich ansieht, was sieht er oder sie? Auf jeden Fall ganz viel Glitzer, auffallende Farben und wie so ein kleiner Papagei, so richtig anziehend, super wallige Haare wie so eine Mähne und ganz viel Schmuck, der so ein bisschen klimpert, genau.
Jetzt habe ich mich direkt mal vertan. Ich habe nämlich Aileen und Juana vertauscht. Ja. Also Aileen ist natürlich ein Toreador und kein Nosferatu. Er ist ein Vampir, der sich um die schönen Künste bemüht. Und das sieht man auch an deinem Äußeren. Du versuchst, das Menschsein zu zelebrieren und in dein Gedächtnis zurückzuholen. Das Drama um Aileen ist, dass sie wirklich Künstlerin war in ihrem menschlichen Leben. Und seitdem sie Vampir ist, hat sie zwar das Unleben und ewige Leben damit erreicht und übernatürliche Fähigkeiten erhalten, aber alles fühlt sich nicht mehr so an wie früher, als du Mensch warst, Aileen. Alles ist ein ferner Abklatsch von dem, was du kanntest. Kreativität bekommst du nur aus zweiter Hand. Oder wenn du Blut trinkst von jemandem, der wirklich kreativ war, dann hast du ein kurzes Aufflammen deines früheren Ichs. Und deswegen begeben sich die Toreador und Aileen halt immer in die Umgebung von den schönen Künsten. Ja, und wo ich eben schon bei dem Nosferatu war, der Ruhe, gucken wir doch mal, was macht Juana so und wie sieht Juana aus? Ich bin Juana. Wenn ihr euch Juana vorstellt, dann steckt sie in einem abgewetzten Mantel. Sie hat grau-braune Dreads, schätzt sie auf über 50. Wird von anderen die Katzenlady genannt, denn sie hat an sich Katzen, die sie mit sich herumträgt, die sie sehr schätzt. Also ich erzähle es jetzt aus der Außenperspektive, ne, was man sieht, wenn man diesen Menschen oder diesen Vampir anschaut, ist ja gar kein Mensch mehr. Und sie ist halt alt, ne? Man sieht, also sie hat ihr Gesicht verborgen, man kann das Gesicht nicht sehen, da ihr Fleisch soweit etwas entstellt ist im Gesicht. Das will sie auf jeden Fall verbergen. Und ja, wenn ich mit der Gruppe bin ich schon lange unterwegs und wir sind gute Freunde. So gute Freunde wie meine Katzen. Bei den Katzen weiß ich, woran ich bin. Die sind ehrlich zu mir. So ehrlich wie meine Freunde. Und meine Freunde sind die anderen beiden. Und seit Juana Vampir ist, können sie sogar mit ihren Katzen reden. Denn die übernatürlichen Fähigkeiten der Nosferatu erlauben es ihr, mit Tieren zu kommunizieren. Und das Problem bei Juana ist, als Nosferatu-Vampir trägt sie das Biest, was jeder Vampir in sich trägt, auf dem Äußeren. Sie verbirgt ihr hässliches Gesicht, nicht weil sie grundsätzlich hässlich wäre. Früher war sie vielleicht einmal eine hübsche Frau, aber der Blutfluch der Nosferatu bringt es mit sich, dass man äußerlich entstellt wirkt. Dass jeder Mensch sofort bei ersten Blick dir ansieht, dass du etwas Besonderes, Hässliches, Monströses bist. Und deswegen verbirgt sich Juana so gut sie kann. Und dann haben wir noch Paul. Was ist denn die Sache mit Paul? Nun, Paul ist ein in, sagen wir mal, billigem Anzug, aber dafür sehr, ne, bis auf den letzten Hemdknopf zu, akkurat gekleideter Mann mit Rundbrille, stechend blauen Augen, dunklen Haaren in einer kurzen und ordentlich gekämmten Frisur, ein kleines Aktenköfferchen. Und Paul gehört zum Clan der Malkavianer und weiß ganz genau, alles in der Welt passiert eigentlich nur um ihn herum und wegen ihm. Um ihn zu unterhalten oder um ihn herauszufordern, was auch Unterhaltung gleichkommt. Und Freunde? Nein. Ich habe Figuren in meiner Geschichte. Ich war früher im forensischen Accounting tätig und bringe diesen Skill natürlich auch weiterhin in mein Nachleben, in mein Unleben.
wie man vielleicht ein bisschen herausgehört hat. Paul gehört zum Clan der Malkavianer, auch Clan des Mondes genannt. Die Verrückten in der Vampirgesellschaft. Jeder von ihnen hat eine Geisteskrankheit. Mal etwas stärker ausgeprägt, mal etwas weniger ausgeprägt. Der Blutfluch des Urahns Malka bringt es mit sich, dass die geistige Umnachtung die Malkavianer umkommt. Aber auch Erkenntnis. Denn Malkavianer haben Anteil und sehen die Wirklichkeit. Zumindest behaupten sie das. Und oft ist neben dem unwirren und unwirklichen Gebrabbel, was sie von sich geben, eine Wahrheit versteckt. Und deswegen duldet man sie und weiß sie zu schätzen, trotz ihrer Schwierigkeit im Umgang. Ja, unsere drei Vampire sind, wie ich eben schon sagte, relativ neue Vampire. Noch gar nicht so lange. Vampire leben ewig, wenn sie nicht irgendwie künstlich aus der Welt geschafft werden. Daran gemessen seid ihr wirklich Küken, Frischlinge. Erst 2 Jahrzehnte, wenn es überhaupt so lange ist, richtig verschwinden die Erinnerungen irgendwo in einem dunklen Schleier. Vielleicht das ist da irgendetwas in euch, was sich gar nicht mehr so richtig erinnern will, wie es war, als ihr gewandelt wurdet. Und doch krallt ihr euch mit jeder Faser eures Leibes irgendwie an die Menschlichkeit. Denn das ist es, was euch am Leben hält. Die Vampirgesellschaft hat die Maskerade erfunden. Den Schleier, der euch schützt vor den Menschen. Denn die Menschen dürfen nicht wissen, dass es Vampire gibt. Würden sie es wissen, würden sie euch ausrotten. Ihr seid zwar stärker, mächtiger als die Menschen, aber ihr habt einen entscheidenden Nachteil. Während die Menschen an Tag und Nacht aktiv sein können, seid ihr als Vampire vom Fluch Kains befallen. Das heißt, ihr könnt nicht im Sonnenlicht wandeln. Ihr verbrennt, wenn ihr ins Sonnenlicht geht. Also verbergt ihr euch vor der Menschheit. Habt gelernt, damit zu leben. Und die letzten Jahrzehnte, die letzten 10, 20 Jahre, seit ihr Vampir geworden seid, hat sich viel verändert in der Vampirgesellschaft. Und auch in der menschlichen Gesellschaft, denn der Einzug von digitalen Medien, von Smartphones, von Kameras, von Digitalheit, Digitalisierung, macht es den Vampiren schwer, sich zu verbergen. Denn ein totes Fleisch kann kein Smartphone-Handy bedienen, wenn es ein normales ist. Keine Touchfelder behandeln. Das ist schon mal eine sehr große Hürde. Und seit neuestem hat die Camarilla, die oberste Struktur, in der ihr untergekommen seid, eine Vampirgesellschaft, bestimmt, dass die digitalen Medien eine Gefahr sind für Vampire. Jeder Vampir, der sich in den digitalen Medien und Netzwerken herumtreibt, ist eine Gefahr. Denn jeder Post irgendwo bleibt für immer im Netz und ist rückverfolgbar. Und da draußen gibt es Menschen, die danach suchen, die Vampire suchen und sie vernichten wollen. Deswegen seid ihr auch ihr vorsichtig. Und auch die Gesellschaft ist vorsichtig. Und ihr habt aufgehorcht, als euer Mentorin, die Sheriff der Stadt, so nennt man die Jobbezeichnung, nenne ich es einmal, Sam, die Sheriff der Stadt, hat euch kontaktiert und hat einen Auftrag für euch. Es ist nicht wirklich ein ungewöhnliches Ding, dass Küken mit Aufträgen betraut werden. Besonders die Aufgaben, die lästig sind, überlässt man sehr gern den Neulingen. Und wo sie nicht so viel verkehrt machen können. Eure Mentorin Sam hat euch geschickt auf einen einsamen Waldparkplatz in der Vorstadt. Ihr sollt dort einen Kontaktmann treffen, einen Menschen.
einen sogenannten Ghoul. Ein Mensch, der von Vampirblut getrunken hat und davon abhängig geworden ist. Sein Menschsein behalten hat, aber dennoch jetzt dem Vampir, von dem er getrunken hat, hörig ist. Und ein sehr guter Informant ist, denn er kann sich unter den Menschen frei bewegen, was ihr nicht könnt. Und dieser Ghoul ist speziell, denn er ist Detective bei der Polizei. Und untersucht momentan Mordfälle, ungeklärte Mordfälle in Violet City. Und ihr sollt ihn treffen, denn er hat wichtige Informationen für die Vampirgesellschaft. Und so seid ihr auf unterschiedlichsten Wegen in die Vorstadt gereist und steht nun auf dem nebelverhangenen Parkplatz und wartet auf Detective. Wer ist der? Weber. Und könnt euch mal unterhalten, wenn ihr möchtet. Es ist frisch. Einen schönen guten Abend erst einmal, Miss Jones, Miss Doss. Guten Abend. Guten Abend, Paul. Hallo, Eileen. Nun, ich bin gespannt, was uns heute mit diesem Detective Weber widerfahren wird. Wissen wir, wessen Ghoul das ist? Das ist der Ghoul von Sam. Von Sam, okay. Ihr hört ein Miauen, als Joanna eine Katze unter ihrem Mantel hervorzieht. Sieht aus wie Simon, ihr dunkelhaariger Kater, den sie streichelt. Ist gut, ist gut. Komm wieder runter. Miss Jones, ich denke ja nicht, dass ich es noch erwähnen müsste, aber nur zur Sicherheit. Sie lassen ihren Schleier doch sicherlich unten, während wir uns mit Detective Weber besprechen, nicht wahr? Oh Paul, ich habe es euch schon 100-mal gesagt. Ihr könnt mich Joanna nennen. Danke, Miss Jones. Eileen steht so daneben und kriegt so ein paar Katzenhaare ab und sie versucht so zu verstecken, aber sie streicht so die Haare ab und lächelt aber Joanna trotzdem so ein bisschen an und zu den Katzen, aber also auf ihre Klamotten sollen nicht so viel Katzenhaare landen. Ein Auto fährt auf den Parkplatz, das einzige Auto hier weit und breit. Ein alter Ford Mustang. Fällt schon mehr auseinander, als dass er noch fahrtüchtig ist. Knattert und knottert den Weg entlang und bleibt vor euch stehen, ihr im Scheinwerferlicht. Eine dickliche Gestalt steigt aus und zieht sich den Trenchcoat gerade. Watschelt dann in einem unwirren Gang auf euch zu. Seid ihr die Kontakte von Sam? Detective Weber nehme ich an. Ja, Weber, genau. Das bin ich. Das fügt sich ja wunderbar. Er tritt ins Licht. Und man sieht den unrasierten untere Kinnpartie, wo noch einige Krümel eines Donuts sich verirrt haben. Und die leicht fettigen Haare, die vielleicht etwas zu lang sind für diese Jahreszeit. Es schmerzt mich innerlich, wie ungepflegt der Mann ist. Nun, ihr habt Informationen für uns? Richtig, wir kommen nicht weiter. Es gibt eine Mordserie, die uns vor Probleme stellt. Es wird schwierig, die Wogen zu glätten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe bis jetzt versucht, das Ganze an mich zu ziehen, aber jetzt, wo der zweite Mord passiert ist und das genauso, die Symptome gleich sind, fangen die Leute an, Fragen zu stellen. Detective Weber, könnten Sie das etwas genauer spezifizieren? Ich meine, Morde in den USA, oh mein Gott, nicht gerade etwas Neues. Was ist so besonders an diesen Morden, dass es Wogen schlägt? Ja, die Leichen waren blutleer und fürchterlich entstellt. Das ist problematisch. Das dachte ich mir. Deswegen habe ich versucht, das niedrig zu halten, sodass
irgendwo in den Schreibtischschubladen verschwinden zu lassen, aber das geht jetzt nicht. Die zweite blutleere Leiche innerhalb von ein paar Tagen, das fällt auf. Mein Chef macht schon Druck. Haben Sie uns Akten mitgebracht? Oder sicher. Digitale Unterlagen? Er zuppelt in der Innentasche seines Trenchcoats und holt so ein dickes Bündel Aktenpapiere heraus. Bevor wir uns das alles durchlesen, sagt, habt ihr einen Verdacht, wer verantwortlich sein könnte? Ich meine, ihr seid hier einheimisch. Naja, also es sieht alles nach euresgleichen aus. Blutleer und so, ihr wisst schon. Ja, Sherlock. Aber ihr kennt hier die Menschen, die Namen der Menschen oder der... Ihr wisst schon, was ich meine. Habt ihr eine Vermutung, wer es sein könnte? Um wen es sich handeln könnte? Um eine Gruppierung vielleicht? Wir tappen im Dunkeln. Außerdem bin ich sehr damit beschäftigt gewesen, nicht zu viele Leute an die Akten reinsehen zu lassen, wenn ihr versteht. Das habt ihr gut gemacht. Nun gut. Die Akten haben... Also wenn es einer von euch ist, dann müsst ihr rausfinden, wer es war und ihn aus dem Weg schaffen. Irgendwann kommt das raus. Danke, werter Diener von Miss Stokes, dass Sie uns unsere Aufgabe erklären. Das ist wirklich zu gütig von Ihnen. Haben Sie noch weitere Unterlagen mit Relevanz? Ich habe alles, was ich habe, hier mitgebracht. Sehr gut. Sie sind der Leading Detective in diesem Fall. Mhm. Ja, noch. Aber wie gesagt, der Chef macht Druck. Wenn ich bis Ende der Woche keine Ergebnisse habe, dann will er das FBI hinzuziehen. Es gibt uns natürlich auch Zeitdruck. Dann sollten wir in engem Kontakt bleiben. Sie sind erreichbar, nehme ich an. Natürlich, ja. Gut. Wie lange ist bis Ende der Woche? Wir haben jetzt Mittwoch. Natürlich haben wir Mittwoch. Okay. Das heißt, wir haben 2 Tage. Okay. Gut. Nun, 48 Stunden ist nicht allzu lange. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir davon nur 24 nutzen können. Ihr habt keinerlei Anhaltspunkte. Also die Tatorte, wo ist es geschehen? Ich wedel mit den Akten so. Bis wir die gelesen haben, sind die 2 Tage um. Es gibt, wie gesagt, 2 Opfer. Also, das eine ist ein Sportler, College-Sportler namens... Ich will kurz in die Akte gucken, da ist Steven Drummer. Ja, ungefähr vor 4 Tagen haben wir ihn irgendwo am Straßenrand gefunden. Leider haben die jüngsten Regenfälle die Spuren am Tatort ziemlich unbrauchbar gemacht. Simon war richtig kräftig, ungefähr 20, ja, hatte hier das College besucht. Simon Drummer hieß er. Mhm. Okay. Mhm. Am Straßenrand. Ich vergleiche seine Aussagen mit der Aktenlage. Ja, das parallel steht genau so da drin. Ja, aber ja, ich bin zwanghaft, ein bisschen. Und die andere Leiche? Die andere Leiche war auch ein Mann namens Richard Trush, ein Koch. Den haben wir vor 2 Tagen in einem Waldstück gefunden. Aufgebahrt fast schon auf einem Felsen. Er war blutleer, habe ich ja schon gesagt. Das war auch der Zeitpunkt, als ich das Sam gemeldet habe. Reifenspuren, irgendwas in die Richtung. Haben wir was am Tatort? Reifenspuren gab es keine am Tatort, nein. Und wer hat die Leichen gefunden? Den Sportler haben Wanderer gefunden. Hm. Ja, und den Koch hat einer der Jäger gefunden. Einer der Jäger. Mhm. Ich habe dafür gesorgt, dass die Leichen alle im Leichenschauhaus unter Verschluss gehalten werden, dass niemand rangeht.
Sehr gut. Wunderbar. Haben wir Zugang? Ich habe hier so einen Schlüssel, da kommt ihr mit ins Leichenschauhaus rein. Aber von mir habt ihr den nicht. Nein. Kennen wir den Coroner? Der Coroner, ich weiß nicht, er hat, glaube ich, gerade Urlaub, der Hauptcoroner. Okay, gut. Also wir haben aktuell keine Verbindungen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Momentan müsste da Sandra müsste da eigentlich Dienst haben. Die ist ein bisschen kurzsichtig, das könnte euch helfen. Wenn sie ihre Brille nicht auf hat, kann sie kaum jemanden erkennen. Sehr gut. Ich blätter durch die Akten, sind die Berichte von Quincy so quasi schon dran? Die einzigen Berichte, die da dran angefangen sind, alle von Weber verfasst. Okay, also es gibt noch keinen Abschlussbericht vom Coroner. Offizielle Autoption, ja. Alles klar. Nun, ich denke, das sollte unser nächster Punkt sein. Oder haben Sie noch irgendetwas von Relevanz, Detective Weber? Oder hat jemand noch Fragen? Miss Jones, Miss Doss? Joanna. Ich weiß, Miss Doss. Jones! Jones, stimmt, verdammt. Crap, jetzt war ich so gut darin. Okay. Miss Jones. Gibt es noch etwas, das wir uns unbedingt sagen müssten, Detective? Ich habe euch eigentlich alles gegeben, was ich weiß. Ich gucke Joanna mit einer hochgezogenen Augenbrause an, meint, das war eine sehr gute Frage. Dann sollten wir keine Zeit verlieren, nicht wahr? Ich habe euch auch hier eine Karte mit Markierungen der Todespunkte eingetragen, falls ihr die angucken wollt. Ah, ja, habt ihr sie mit einem X markiert? Sehr gut. Ich werde Ihre Kooperationsbereitschaft und Leistung lobend bei Miss Stokes erwähnen. Vielen Dank. Bitte. Ihr habt das sehr gut gemacht. Danke. Gut, dann hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt und dass das aufhört mit diesen Morden. Kontaktdaten haben wir ausgetauscht. Meine Karte ist angeheftet. Ja, wunderbar. Ich gebe ihm noch, also du hast ja gesagt, wir können Touchscreen-Technologie mit so Handschuhen bedienen. Ja? Ja, entweder mit Handschuhen oder wenn du deine Körperfunktion wieder in Gang setzt, also auf übernatürliche Weise. Okay, aber genau, also Smartphone-Handschuhe für, dann gebe ich ihm, also schreibe ich ihm meine Nummer noch auf, falls sich was Neues ergibt. Hier, falls sich bei Ihnen etwas tut. Ich melde mich, wenn noch was Neues reinkommt. Gut. Und ich weiß nicht, habt ihr Handys? Dann schreibe ich die Nummern auch dazu. Jen hat kein Handy. Okay, dann schreibe ich nur meine Nummer dazu. Ist ja auch gefährlich. Und die E-Mail. Handys sind ja auch gefährlich. Das ist ein Ghoul von, ja gut, die sind gefährlich, aber es sind auch Werkzeuge. Und das ist ein Ghoul von Miss Stokes, das wird schon passen. Zur Not muss man umbringen. Detektiv, sprecht mit niemandem darüber. Und noch eine Sache. Natürlich nicht. Wir helfen nicht euch, wir helfen uns allen. Wenn das hier vorüber ist, alles, vielleicht sehen wir uns dann wieder. Ich hoffe es. Natürlich, richtig, ja, also, ja. Wäre ein wunderbares Vorwort für diese Geschichte. So, also ich muss das Abendessen und so. Meine Frau wartet bestimmt schon und wundert sich, warum ich so spät nach Hause komme. Ja, Detective Weber, schönen Glück. Abend noch, guten Appetit. Miss Doss, Miss Jones, Sie sind sicherlich so frei und kümmern sich um Transportmöglichkeiten zum Coroner, während ich hier die Akten eingehend studiere. Haben wir ein Auto? Nee, ne? Könnt ihr selber entscheiden, ob ihr irgendwo eins habt oder nicht? Ja, dann ist Joanna mit ihrer Rostlaube angereist, auf jeden Fall. Ich sehe Joanna irgendwie in so einem alten VW-Bus oder so. Ja, total klapprig. Gibt doch kein TÜV da, also oh. Möglichst wenig Fenster. Ja, hinten keine Fenster.
So wie so ein Handwerker-Busle eigentlich, ne? Mehr. Und auch einfach nur, wirklich einfach nur weiß, total rostzerfressen und völlig unauffällig eigentlich. Außer, dass es halt echt nicht so toll aussieht. Ja. Genau. Ich habe meinen Wagen ums Eck geparkt. Löblich. No. Okay. Lead the way, Miss Jones. Dann führe ich euch zum Auto und ja, zwei Personen können auch neben mir Platz nehmen vorne. Und hinten ist jede Menge Gerümpel drin. Es riecht ein bisschen nach Fischkonserve, als ihr im Auto Platz nehmt. Und irgendwas hinten raschelt auch und krustelt da so im Unrat rum. Wahrscheinlich Ratten oder Katzen? Es piepst. Katzen, die piepsen. Yay. Ja, die Ratten piepsen und die Katzen irgendwie, ja. Es sind wohl Ratten und Katzen, die sich aber nicht gegenseitig bekriegen. Ja. Ich platziere mich natürlich in die Mitte, ins Zentrum, wo ich hingehöre und vertiefe mich in die Akten. Ich setze mich irgendwo an den Rand und sage einfach gar nichts und bin so ein bisschen, ja, alles irgendwie so ein bisschen unangenehm für Aileen auf jeden Fall. Aber sie ist trotzdem, probiert sie sich ein bisschen runterzufahren und ja. Okay, holprig wird der Wagen angelassen. Wo geht's denn hin? Und ihr seht, wie Joanna so ein bisschen beim Fahren so nach vorne die Augen zusammenkneift und sich nach vorne lehnt, während sie lenkt. Ohne von den Akten aufzusehen, nenne ich nochmal die Adresse vom Coroner, die wir ja haben. Ne? Und genau, ich würde in der Zeit, wo Joanna fährt, Gemeinsamkeiten der Opfer suchen, ob die irgendwie, keine Ahnung, im selben Verein waren. Also alles möglich, was da an Mustern und Patterns da sein könnte, was ich in der Zeit überprüfen kann, würde ich überprüfen. Oh, und Joanna lenkt ganz krass an den Lenkrad, weil sie fast einen Fahrradfahrer überfahren hätte. Wow. Ich helfe so ein bisschen, nehme so das Lenkrad. Der kam aus dem Licht, den gesehen. Ich lehne mich einfach so weit ich kann zurück und gucke, dass die ganze Aktion nicht in die Akten, also die Akten durcheinander bringt. Aileen nimmt jetzt auf jeden Fall die Karte und schaut, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ist nochmal extra aufmerksam, ob irgendwo Fahrradfahrer oder Fußgänger irgendwas sind. Absolut sicher, uns kann nichts passieren, also zumindest mir nicht, weil ich bin ja Protagonist dieser Welt, also mich Paul, lässt es kalt. Paul kann mal, während er versucht, die Akten zu vergleichen und hin nach Hinweisen sucht in den schriftlichen Aufzeichnungen von Weber, eine Probe würfeln auf Geistesschärfe und Ermitteln. Okay, Geistesschärfe und Ermitteln, das ist, warte mal, das ist hier alles Englisch, also Investigation und Wits ist genau. Das dann, ne? Submitte ich mal. Modifiers habe ich keine. So. Dann habe ich 4 Erfolge und einen auf dem Hangar 3. Also für die, die es nicht wissen, in der V5 gibt es ein Dice, ist ein Dice-Pool-System. Und da Paul hat eigentlich ist da sehr gut drin im Ermitteln und hat ganz Ja? Ich habe mit jedem Würfel, den ich habe, einen Erfolg gewürfelt. Moment, haben wir verschiedene Sachen. Moment. Paul. Investigation plus Wits, 5 Würfel, oder? 5 Würfel, genau, ja. Genau, 3 in Geistesschärfe und 2 in Ermitteln. Das heißt, er hat insgesamt 5 Würfel. Und da er momentan einen Hunger hat von 1, ist einer von seinen Würfeln ein Hungerwürfel. Das heißt, ja, das ist der Würfel, den sein inneres Monster quasi zur Probe beiträgt. Und es kann unter Umständen passieren, dass das sich bemerkbar macht. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Ich hab 2 Success. Und hat mit 2 Erfolgen vergleichst du die Schriftstücke und dir fällt auf Anhieb keine. Also sie waren nicht in irgendeiner Weise verbunden, nicht verwandt, nicht in gleichen Sportgruppen, die sind ja auch unterschiedlich alt, kommen auch von unterschiedlichen Ecken der Stadt, bewegen sich quasi in unterschiedlichsten Environments und haben im Prinzip, kannten die beiden sich nicht und auch die Umfelder anscheinend nicht. Okay. Auch keine biologischen Gemeinsamkeiten wie Blutgruppen oder so ein Scheiß? Nein. Okay.
Das ist zu nichts nütze. Hoffentlich hat der Coroner interessantere Informationen. Er kommt zum Stehen. Rot. Es kam plötzlich. Es müsste gleich hier um die Ecke sein. Wie wollt ihr euch denn Zugang verschaffen zum Leichenschauhaus? Ich meine, ihr habt einen Schlüssel. Aber wie nutzt ihr den? Lauft ihr da jetzt einfach so rein oder? Ich hätte gesagt, ich stelle den Wagen ab. Und dann gehen wir direkt zum Haupteingang rein. Was meint ihr? Es ist dunkel gerade, ne? Es ist dunkel, es ist Nacht, ja. Ja. Ansonsten wäre es schlecht für euch. Was meint ihr? Ich könnte auch probieren, irgendwo hochzuklettern und schauen, ob ich reinkomme, aber dann wäre ich ganz alleine drin. Nun, als allererstes sollten wir vielleicht den Mensch lokalisieren. Ja. Um eine informiertere Entscheidung zu treffen. Den Mensch. Kann ihr den vielleicht erschnüffeln oder so, Miss Jones? Ja. Mir wäre es lieber, wenn ich über die Kanäle käme. Ist hier? Über die, unten. Von oh, unten. Nee. Wir müssen uns nicht zwingend den gleichen Weg zum Leichenschauhaus nehmen. Wir können uns dort treffen. Es wäre der gewohnte Weg. Den kenne ich. Aber wir können auch vorne rein. Nun, das Ganze dürfte ja nicht allzu lange dauern. Dann können wir vielleicht auch eine Konfrontation mit dieser kurzsichtigen Dame riskieren. Brennt da irgendwo Licht? Tatsächlich brennt Licht, ja. Es gibt so eine Empfangshalle und ihr seht hinter so einem Art Tresen halt auch jemanden sitzen, der gerade an einem Laptop herumtippet. Ah ja, okay. Also wenn es da, dann ist wahrscheinlich nicht mal abgeschlossen, oder? Wenn du es rausprobierst, ist die Vordertür abgeschlossen doch, ja. Dammit. Reagiert der Mensch am Tresen darauf, dass ich das ausprobiere? Es wird kurz aufgeschaut und dann je nachdem, wie du reagierst, also wenn du dann einfach stehen bleibst. Ich gestikuliere, zeige auf die Rostlaube von VW-Bus und auf die ältere Dame. Und schuck nochmal die Schulter, mach so Trinkbewegung. Die ältere Dame steht im Gebüsch. Steht im Gebüsch. Und duckt sich so ein bisschen. Ja, okay, kein Mensch wird glauben, dass Aileen diese Schrottlaube gehört. Und kein Mensch wird glauben, dass mir diese Schrottlaube gehört. Frau steht auf, zieht sich ihre Brille an. Und watschelt dann ein bisschen zu euch rüber. Soll ich durchkommen? Nein. Sie kommt? Ja, du hörst durch die geschlossene Tür. Wir haben geschlossen. Ich ruf nochmal. Das hier ist die Schwester von Steven, dem Footballspieler. Hier Nachnamen einfügen. Drummer. Drummer. Like the drums. Drummer, von Steven Drummer. Wir haben gehört, sie muss noch identifiziert werden. Ich bin der Stiefvater. Moment, ich schau mal nach. Geht wieder zurück. Geht wieder zu ihrem Laptop, setzt sich hin, tippelt dann irgendwas rum, kommt dann wieder in eure Richtung. Drummer. Also hier sind keine Akteneinträge zu Drummer. Wer sind Sie denn überhaupt? Vielleicht sind wir dann auch einfach an der falschen Stelle und sie tänzelt so ein bisschen rum und sagt, ja, wir haben ihn nur gesucht, es tut uns total leid, wenn wir jetzt hier irgendwie, und sie spielt so ein bisschen, dass sie total aufgelöst ist und gleich losheult. So, ich wollte doch nur, wir wollten ihn nur irgendwie sehen und jetzt ist es gar nicht hier und ja. Hast du deine vampirische Aura angemacht, dein Awe, wie man es nennt, also deine
Nee, einfach, sie probiert es einfach so ein bisschen abzulenken und genau. Also ganz auf ganz natürliche Weise. Dann ja, eine genau. Probe auf Manipulation und Ausflüchte. Okay, Manipulation. Das ist ein Subterfuge, oder? Auf Englisch. Mhm. Ich muss es mal kurz suchen. Ich bin hier mal ein bisschen langsam. Das ist bei Subterfuge auf das Würfelsymbol hinten dran und dann kannst du das dazugehörige Attribut aussuchen. Subterfuge, bei Skills, mittlere Spalte Skills. Ganz unten. Ah, okay, Entschuldigung, ich war gerade bei Traits. Okay, wartet mal. So, okay. Attribut. Manipulation. Subterfuge. Komm mit. Hat es geklappt? Ein Erfolg. Ein Erfolg. Ja, genau. Nice. Jetzt kneift so ein bisschen die Augen zusammen. Geht's Ihnen wirklich gut, Miss? Ja, ich muss mich nur kurz sammeln und hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser? Sie klappen mir ja gleich zusammen. Ja, könnten wir die Dame vielleicht, dass sie sich hinsetzen kann? Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich, Miss. Ja, wir haben ja einen Wasserspender. Kommen Sie rein. Vielen, vielen Dank. Öffnet die Tür und lässt euch rein. Da vorne ist der Wasserspender. Und dann schlappt Joanna hinterher, macht ganz selbstverständlich die Tür auf. Danke. Und ein schwarzer Kater. Wer sind Sie denn jetzt? Rennt rein in das Gebäude. Oh Gott. Halt! Das ist Simon. That escalated quickly. Ich fange Simon wieder ein. Lasst mich nach Simon schauen, mein Kater. Das tut mir leid, Miss. Und ich mach wieder sehen so eine. Wie sieht denn aus? Es ist ja. Ich mache wieder eine künstliche Pause, dass sie sich vorstellen kann, aber sie ist zu abgelenkt. Haben Sie einen Unfall gehabt, Miss? Ihr müsst mich Simon holen lassen. Er hört nur auf mich. Er kommt nur zu mir. Ja, Sie müssen verstehen, furchtbarer Schicksalsschlag, Katzenlady. Und sie, Eileen probiert nochmal so ein bisschen auf sich, so die Aufmerksamkeit zu ziehen und so. Ja, wir haben alle unsere Vorgeschichte, aber wenn sie die Katze hat, ist alles super. Die sind ihre letzte Hoffnung. Vampirische Kraft einsetzen oder nicht? Nee, einfach so am Rumreden sozusagen. Noch mit in der Aktion. Okay. Wenn das möglich ist, habe ich Simon vorher gesagt, dass er zu allen Menschen hinrennen soll, die er wittert. Ja, dann ist er auch zu ihr gelaufen, ne? Und dann immer weiter rennt, zu allen, ja, genau. Ja. Und ich folge halt Simon, wenn ich gelassen werde. Ich bin allergisch gegen Katzen. Simon, komm zurück, komm zu mir. Nein, jetzt haben wir so eine Verrückte hereingelassen. Wo ist ihr Telefon an ihrem Arbeitsplatz? Soll ich geschwind dem nächsten Revier Bescheid sagen? Jetzt setz dich doch, Mädchen. Nochmal zu Aileen gewandt. Verlassen Sie sofort das Gebäude. Sie sind zu Joanna gewandt. Ja, haben wir nichts verloren. Das blöde Vieh ist recht nicht. Okay, ich werde wieder rausgehen, aber bevor ich rausgehe, will ich mir einen Überblick verschaffen, ob ich irgendwelche anderen Menschen noch wahrnehmen kann in der Gegend, in der Umgebung oder nur sie. Mhm. Dann mach mal eine Probe auf Geistesschärfe und Wahrnehmung. Okay, Geistesschärfe ist dann Wits und okay. Awareness. Aha. Achso, halt, Moment. Ich muss jetzt Wits anklicken und dann Second Attribute ist Charisma wahrscheinlich? Nee, erst Awareness anklicken und dann Wits. Immer die Fähigkeit zuerst anklicken und dann. Jetzt habe ich es verstanden. Awareness, zack. Dann Wits, und dann Submit. Okay. Das sind nice. Locker flockige 3 Erfolge. Mhm. Und mit diesen 3 Erfolgen nimmst du eine Gestalt wahr, die du durch ein Fenster eben, als du reingegangen bist, kurz wahrgenommen hattest. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Nachtwächter oder sowas. So ein paar Taschenlampenschein. Okay.
Dann komme der Bitte nach und entferne mich wieder, gehe wieder raus. Und im Vorbeigehen flüstere ich Paul zu. Da ist doch einer. Okay. Bevor sie das tut, habe ich wahrscheinlich, während Dings abgelenkt war, zu Aileen gesagt, sie soll die Dame ein bisschen ablenken, dass ich an ihren Laptop da vorne komme. Ja, das sollte Aileen ohne Probleme auch gelingen, weil die Dame kümmert sich um Aileen. Okay. Und du kannst dann ein bisschen schalten und walten, wie du möchtest. Ja, dann würde ich gucken, ob ich mit dem Laptop auf Daten von der Morgue, also Obduktionsdaten und sowas zugreifen kann. Ja, du findest halt tatsächlich nirgendwo Einträge von Drummer oder Trush. Mhm. Allerdings findest du zwei erst kürzlich eingelieferte John Doe's. Perfekt. Wenn das geht, würde ich die direkt auf meine Speichermedien übertragen. Ja. Wunderbarlich. Das sollte erst einmal genug sein. Wie lange waren wir jetzt da? Ich denke, das hat so 5 Minuten oder so gedauert. Fünf Minuten ist sehr gut. Die Frau schaut immer noch so irgendwie durch das Glasfenster nach draußen. Immer diese Obdachlosen mit ihren Hunden und Katzen. Das ist ja fürchterlich. Ja, grausam, nicht wahr? Nicht wahr? Vielen, vielen lieben Dank. Ich helfe Aileen hoch. Ich würde sie jetzt einfach nach Hause bringen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Vielen lieben Dank für das Wasser und dass sie sich kurz hinsetzen konnte. Passen Sie auf, wenn die jetzt hier schon hier rein wollen, wer weiß. Keine Sorge, mein Wagen steht um die Ecke und ich reiche ihr nochmal die Hand zum Dank und würde ihre Erinnerungen einfach direkt löschen und gehen. Mhm. Ja. Paul schaut ihr ins Gesicht und sagt einmal kurz, vergiss. Und der Blick klärt sich so ein bisschen, legt den Kopf so ein bisschen schief. Und das sind nicht die Obdachlosen, die du suchst. Die Zeit könnt ihr nutzen, um euch aus der Leichenhalle herauszubewegen. Nice. Gut, dann würde ich die Daten, die ich eben abgegriffen habe, untersuchen. Mhm. Und den anderen zeigen. Ja. Ich mach's extra groß für Joanna. Um da aus dem Ganzen schlau zu werden. Du findest jede Menge medizinische Begriffe, als du die Daten irgendwie durchliest. Mhm. Weiß nicht, Paul kennt sich nicht so gut aus in Medizin. Nee, Medizin überhaupt nicht tatsächlich. Weirderweise Geisteswissenschaften, aber ich auch nicht. Keine Medizin. Null. Nix. Null. In dem Fall würfelt man trotzdem, aber hat halt nur die Würfel, die man in der Eigenschaft hat. Okay. Und deswegen kann man Paul ja mal Intelligenz und Medizin würfeln lassen. Das wären dann 3 Würfel nur. Okay. Ich habe keinen Modifier. Oh, nope. Das ist ein medizinisches Kauderwelsch, was dir da entgegenguckt. Das Einzige, was du rausbekommst, ist, das sind halt Leichen, die mit erheblicher Gewalt ausgesetzt waren. Hm. Und ja, wohl sehr, sehr schlimm zugerichtet waren. Okay. Nun, das hat zu weit weniger Ergebnissen geführt, als ich gehofft hatte. Aber sieht niemand man auf von den euch Dokumenten denn, wo sie liegen in diesem Leichenschauhaus? Mhm. Was meint ihr? Sollen wir noch mal einen Blick darauf wagen? Oder würde es uns nicht weiterbringen? Nun, Miss Doss, stellen Sie sich folgende Frage, die ich mir auch gerade stelle. Vielleicht, Miss Jones, können Sie sie auch für uns beantworten. Wenn wir aus dem nicht schlau werden, was der Profi herausbekommen hat, meinen Sie, dass wir noch etwas an den Körpern sehen? Ja. Ja, ich schätze auch, dass, also gut, dann. Wir könnten schon noch was entdecken, aber ich weiß nicht, ob es uns weiterbringt, nur wenn es vielleicht irgendwie, wenn wir eine Handschrift erkennen und sehen, dass die Leichen so und so zugerichtet waren. Ja, hilft uns das weiter? Hm. Vielleicht müssen wir dafür über die Kanalisation einsteigen.
Eileen schüttelt wie wäre es, Wort. Wie wäre es, Miss Jones, wenn Sie erst einmal überprüfen, ob es einen Zugang über die Kanalisation zu der Leichenhalle gibt? Ist das wirklich... können wir nicht übers Dach? In der gleichen Zeit könnten wir auch einfach nach einem Hintereingang suchen. Schließlich haben wir einen Schlüssel. Ja, wir könnten... Ja, könnten wir auch. Joanna. Sie stapft zum nächsten Kanaldeckel und hebt den hoch. Ich möchte Sie natürlich nicht der Freude berauben, Ihre geliebte Kanalisation zu besuchen, Miss Jones. Ja, Eileen atmet ganz, ganz tief durch und man sieht dann aber, wie sie sich irgendwie so ein bisschen geschlagen gibt und ein bisschen hinterher läuft. Okay, Joanna, die Kanalisation? Macht schnell. Also ich guck so runter und guck ihr nach, aber bin so am Zögern. Ein ekliger Geruch von Fäkalien steigt deiner Nase entgegen. Oh, Eileen wirkt und geht erstmal weg. Christos, und ich würde vorschlagen... Wie gut, dass sein Körper kaum Funktion hat, also... Kotzen geht nicht. Achso, stimmt. Dann einfach nur, ja, so ein bisschen... Könntest ein Blutpo, also du könntest dein Tier reizen, um deine Körperfunktion dafür wieder anzumachen. Aber ihr seht dann Joanna so an zwei Händen in diesem Kanal drin hängen, noch zieht doch den Kopf hoch. Ihr seht, wie sie sehr wohl fühlt da und sehr sicher in diesem Kanal drin. Und sie fragt euch noch, soll ich kurz schauen? Ich beeile mich. Schau mal, wir suchen derweil nach Alternativen. Mal. Wir treffen uns hier wieder in 5 Minuten. Okay. Joanna verschwindet direkt und beeilt sich, einen Eingang zu finden zu den Leichen. Das soll dir auch gelingen. Es gibt tatsächlich einen Zugang zur Kanalisation und du kannst da ohne Probleme, findest du den Weg da rein und landest auch direkt vor der Halle, wo die Leichen aufgebahrt oder nicht aufgebahrt, aber verstaut sind. Alles klar, ich lasse mir meinen Fluchtweg offen, gehe nicht zurück zu den anderen, ich schaue, ob ich die Leichen finden kann und schnell einen Blick, fachmännischen Blick, wie die Leichen entstellt sind, wenn ich sie finde. Ich weiß ja, John Doe irgendwie, aber dann nach dem Namen würde ich suchen, ob das vermerkt ist, auf diesen Leichen raus. Die Plätze waren vermerkt, das heißt, du kannst sie auf jeden Fall finden. Ja. Dann kannst du mal Geistesschärfe und Ermitteln mal würfeln. Ja, Insight, nee, das ist dann nicht Ermitteln, ist natürlich Investigation, genau. Und dafür ist das Attribut Intelligence, oder? Nee, Wits. Ah, Wits, okay. Also es geht ja schnell, Intelligence ist alles so ein bisschen, was ein bisschen langsamer ist und Wits ist so. Okay, dann habe ich einen Dice, und aber auch einen auf dem Hangar, auch einen. Und was für einen? Oh, Ist nur eine 10. Eine 10 ist noch nicht so schlimm. Ist nicht schlimm. Also ganz normal 2 Erfolge. Du findest die Leichen und du siehst halt wirklich, dass die erheblicher Gewalt ausgesetzt waren. Beide Leichen sind anscheinend mit irgendwie so was, du würdest sagen, mit einer Art Hiebwaffe angegriffen worden. Mhm. So sieht es zumindest aus. Eine Axt oder irgendwie so einer durchstachelten Keule oder so irgend sowas. In jedem Fall sehr brachial. Mhm. Es wurde dabei darauf geachtet, die wichtigsten Arterien zu durchtrennen. Was ein bisschen sich damit beißt, dass die Wunden oberflächlich so grob sind. Lässt sie mich das irgendwie auf einen Clan schließen, der so tötet? Nein. Okay. Nein. Beide Körper sind komplett blutlos. Mhm. Und ja, die Hauptverletzungszonen ist der Kopf. Der Angreifer scheint eine seltsame Mischung aus Kompetenz und Wut aufzuweisen. Es gibt nirgendwo an den Körpern Abdrücke von Fängen oder so. Also so Vampirbisse. Aber du weißt auch, dass Vampire die Fähigkeit besitzen, indem sie über die Wunde, über die Bisswunde hier drüber lecken, diese Male verschwinden zu lassen. Mhm. Also ich schließe daraus, Vampire waren am Werk auf jeden Fall, aber nicht welcher Clan und so, aber... Ja. Wenn du das daraus schließt, dann ist es dein Rückschluss. Also die Opfer sind blutleer. Es gibt das Merkwürdigste ist halt, dass einerseits diese brachiale Gewalt zu sehen ist und andererseits halt jemand sehr fein darauf geachtet hat, die Arterien zu durchtrennen.
Okay, dann schließe ich die Leichen wieder, also bringe sie zurück in ihre Fächer und renne dann zurück über die Kanalisation zu den Leuten. Ich hoffe, nicht gesehen zu werden. Ja, soll dir gelingen. Okay, dann komme ich bei euch an, steige aus dem Kanal, schließe ihn und übermittle das, was ich gerade gelernt habe. Okay. Wunderbar, dann ist die Hintertür ja gar nicht mehr notwendig. In der Zeit haben wir wahrscheinlich eine ausgemacht, wenn es eine gibt, und sind wieder zurück zum Kanal gegangen. Wir hatten ja nicht besprochen, dass wir vorher schon rein. Das ist immer so beim Dienstag, wir haben keinen Plan. Das zieht sich, das ist so ein Sendungsprinzip. Wir machen einfach. Also das, was euch stutzig macht, ist tatsächlich, wenn es ein Vampir wäre, der die ausgesaugt hat, dadurch getötet hat. Warum hat er die Arterien durchtrennt? Das muss man eigentlich nicht durch als Vampir. Ja, wenn wir jetzt klug genug gewesen wären, um die Obduktion richtig zu lesen, würden wir wissen, ob das Postmortem war oder noch vorher, aber das wissen wir leider nicht. Das liegt nicht unbedingt in eurem... Ja. Also ist uns nicht ganz klar, ob das ein Anzeichen ist, dass es kein Vampir war oder dass ein Vampir seine Gewalttat als mundane Gewalttat tarnen wollte. Genau, das könnte wie auch immer beides sein, ja. Miss Doss, Miss Jones, ich denke, dass unser nächster Anhaltspunkt sind die Fundorte der jeweiligen Leichen. Dann ja, steigt mal ein. Und Joanna schlappt schon Miss zu ihrem... Miss Jones. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich fahre? Joanna. Und nein. Ich ja, weiß, Miss Jones. Ihr fahrt bitte nicht. Annehmbar. Dann positioniere ich mich wieder im Zentrum dieses VW-Busses. Der also Wagen hat so seine Eigenheiten. Ruft sie, als sie wie besessen auf die Bremse eintritt, um sie dann die Handbremse zu lösen. Und dann geht's los. Und wir fahren zu den Fundorten. Okay. Während ihr unterwegs seid zum Tatort, klingelt das Telefon von Paul. Okay. Ich gehe ran mit Clooney. Weber hier. Ah, Detective. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber es gibt eine dritte Leiche. Eine dritte Leiche? Sie ist eben erst gefunden worden? Ja, ganz frisch. Bin noch vor Ort. Okay, können Sie sicherstellen, dass alles so bleibt, wie es ist, bis wir ankommen? Mhm. Das dachte ich mir, dass Sie das wollen. Naheliegend. Sehr gut mitgedacht, Detective Faber. Sehr gut. Man merkt sofort, Sie haben Ihren Beruf nicht verfehlt. Ja, hier ist aber auch irgendjemand, hier schleicht irgendjemand herum. So. Hier schleicht jemand herum. Ja, also Sie müssen zum Peacock Hotel. Joanna, zum Peacock Hotel bitte, sofort. Zweite Etage, Zimmer 18. Zweite Etage, Zimmer 18. Danke, danke. Ja, direkt rumgerissenes Lenkrad auf zu diesem Hotel mit quietschenden Reifen. Und hier hinten nur so. Und es schleicht jemand herum, hat er gesagt, sage ich Ihnen noch. Das heißt, wir sollten uns vielleicht aufteilen. Jemand untersucht den Ort des Geschehens und jemand sucht den Schleicher oder die Schleicherin. Korn, das ist wunderbar. Es kann nichts Schlechtes kann daraus erwachsen. Ich denke, dass das Jagen und Aufspüren von Schleichern dürfte wunderbar in Ihr Fähigkeitsprofil passen, Miss Jones. Aufspüren jeglicher Art, sagt, ist das da vorne ein Fahrradfahrer wieder oder was ist das da? Bisschen Schwund ist immer, Hauptsache sie beeilen sich. Und sie fährt noch schneller und nimmt keine Rücksicht darauf, wer da am Straßenrand ist. Aber hoffentlich trifft sie den nicht. Und es ist gerade sehr blöd, dass ich fahre, weil vielleicht fallen wir so auf. Ich hoffe es nicht. Muss ich was würfeln? Da war ein Hindernis. Ja, wenn du das möchtest, kannst du mal... Muss ich was würfeln? Ja, was nehmen wir denn da am besten? Entschlossenheit. Oh Gott, Entschlossenheit. Und Fahren. Was ist jetzt Entschlossenheit auf Englisch?
Das ist die dritte von geistig. Resolve. No, Resolve. Resolve und Drive. Resolve und Drive. I'm so blind. I do. Ah, Drive. Okay. Dann klicke ich Drive an. Und jetzt wähle. Resolve aus. Für die Zuschauer. Resolve aus. Drive ist nicht eine von ihren Spezialitäten. Er hat nämlich keine Punkte. Einen Erfolg. Immerhin. Du verfehlst den Radfahrer oder was auch immer es war. Ich glaube, das war keiner. Und dann, kommen wir dann da an, würde ich sagen, oder? An dem Hotel. Miss Jones, für die Zukunft sollten Sie wirklich in Betracht ziehen, mich fahren zu lassen. Erst wenn ihr mich Joanna nennt. Das habe ich zwischendurch einmal getan. Ja. Vor dem Gebäude angekommen, seht ihr tatsächlich, dass es ein relativ schlecht besuchtes, etwas heruntergekommenes Hotel ist. Und es brennt tatsächlich in vielen Zimmern noch Licht. Man sieht den alten Ford von Weber vor der Tür stehen. Und an den Ford herangelehnt, im Gespräch mit Weber gerade versunken, ist eine Gestalt, die so ein bisschen aus der Szenerie gefallen zu sein scheint. Mhm. Er hat einen Gehrock an und stützt sich auf einen Stock. Ja, also sieht so ein bisschen aus wie aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert. Dieser Spieler hat eine Ahnung, was das ist, aber wissen unsere Charaktere, was das bedeuten könnte? Wie gesagt, also der wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. So ein bisschen altbacken. Okay, das interpretiere ich als unsere Charaktere wissen nicht, was das bedeuten könnte. Dann gehen wir doch einfach mal zu Weber hin. Da sind ja die drei. Detective Weber. Mr. Oh. Verzeihung. Mein Name ist Markus. Markus. Mr. Markus. Schönen guten Abend, Mr. Markus. Wie kommt es, dass wir Sie hier zu dieser besonderen Zeit antreffen? Eileen kennt Markus. Etlichen Vampir-Partys. Da ist er öfters schon mal aufgetaucht. Markus Leecher heißt er. Und er ist eigentlich bekannt als der Sammler in der Vampirgesellschaft. Aber Sammler von was? Eine zwielichtige Gestalt. Und man munkelt, man weiß nicht so richtig, was er alles sammelt. Aber man munkelt, er sammelt nun spezielle Blutarten, könnte man sagen. Okay. Er legt so die Hände zusammen. Ihr kommt bestimmt von Sam, nicht wahr? Ja, und ich bin sicher, dass Miss Stokes ein gewisses Interesse daran haben dürfte, dass wir sie hier angetroffen haben. Ist es eine freie Stadt? Und dieses Gebiet ist Gebiet der Toreador. Und ich habe die Erlaubnis ihres Clans, deutet auf Eileen, hier jagen zu dürfen. Ich nehme an, diese Aussage ist korrekt und wende mich, sage ich zu Eileen fragend. Ja, so genau weiß Aline um die Sachen nicht Bescheid, aber es kann durchaus sein. Zumindest ist er halt öfters halt auf den Toreador-Veranstaltungen anzutreffen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der ein Arrangement hat mit deinem Clan. Ja. Und wie gefällt es Ihnen hier, Markus? Oh, du bist gemutet. Man hört dich nicht. Jetzt. Es ist eine ganz besondere Nacht. Er rümpft so ein bisschen die Nase, als würde er so ein bisschen schnüffeln. Mir gefällt es hier hervorragend, kann man sagen. Ich habe mitbekommen, dass sie einen speziellen Auftrag haben. Man sagt, es geht ein Massenmörder um in der Stadt. Stimmt das? Nun, wie Sie das sicherlich auch von den mundanen Behörden kennen, können wir zu laufenden Ermittlungen keinerlei Aussagen treffen. Das ist aber schade. Nichtsdestoweniger ist
Ihr Timing für Sie unvorteilhaft? Ist Ihnen das bewusst? Vielleicht bin ich nur zufällig an diesem Ort. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht habe ich ja Informationen, die Ihnen helfen können. Wissen Sie, eine Hand wischt die andere. Ich gebe Ihnen Informationen und Sie geben mir dafür etwas anderes, was mir nutzen könnte. Ah ja, und was genau würde Ihnen nutzen, Mr. Marcus? Er leckt sich so ein bisschen über die Oberlippe. Ich habe ein Interesse daran, den Mörder dieser Leute nun meiner Sammlung hinzuzufügen. Ich sehe das als sehr effiziente Problemlösung an und habe keine Probleme mit diesem Deal. Das heißt, wenn Sie den Mörder fangen sollten, kontaktieren Sie mich und ich werde kommen und sammeln. Nun, Ihnen ist sicherlich bewusst, dass ich das natürlich eher mit der entsprechenden Autorität auch abklären muss. Aber von meiner Seite aus spricht nichts dagegen. Tun Sie das. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Und dann würde ich Miss Stokes anrufen und fragen, ob sie ein Problem damit hätte. Stokes hat kein Telefon, also kein Handy. Du erreichst nur einen Festnetzanschluss und da die Mailbox oder den Anrufbeantworter, der dann allerdings auch einen völlig anderen Namen hinterlässt, weil aber das weißt du schon, dass wenn man sie da kontaktiert, das ist halt alles ein bisschen verworren und dass sie nicht zurückverfolgbar ist. Ja, aber dann du bekommst bitte an der Stelle auch da keine Antwort. Okay, aber ich würde einfach um Rückruf bitten. Und dann zurück zu Le Monsieur Marcus gehen, Mr. Marcus. Ihre Informationen. Wir haben also eine Abmachung. Weil ohne die Abmachung kann ich meine Informationen natürlich nicht an Sie verkaufen. Ich habe keine Ahnung von dem Typ. Ne? Ich weiß nicht, welche Generation der ist, wie mächtig der ist. Ich weiß nichts über ihn. Du weißt nicht mal den Clan. Ich habe eine Vermutung. Also Heiko hat eine Vermutung, aber wirklich sowas weiß ich? Na, egal. Nun, ich habe Miss Stokes um Rückruf gebeten. Sollen wir so lange hier warten oder wollen wir voranmachen? Gut, ich sehe. Folgender Vorschlag. Ich wende mich kurz an Detective Weber. Ich gehe mal davon aus, das ist unser Schleicher. Das heißt, wir müssen keinen Schleicher mehr suchen. Ich habe ihn gestellt. Hervorragende Arbeit, werde ich löblich bei Miss Stokes erwähnen. Oh, danke schön. Mr. Marcus. Wenn er hat dann wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Er hat mich mit seiner Waffe bedroht und eingeschüchtert. Ich schmunzle Mr. Marcus zu. Ich mag seine Attitüde. Mr. Marcus, hätten Sie noch ein wenig Zeit? Dann würden wir uns vielleicht ein wenig in diesem Hotel umsehen. Vielleicht ruft Miss Stokes ja bis dahin zurück. Wie ich erfahren habe, sind Sie die Ermittler. Also ich möchte Ihnen nicht im Weg stehen. Das ist eine Vermutung, der Sie nachgehen. Das ist völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, zu laufenden Ermittlungen kann ich keine Aussagen treffen. Nicht einmal bestätigen, dass ich Ermittler einer laufenden Ermittlung bin. Natürlich. Das heißt, Sie werden jetzt auch nicht in die zweite Etage hochlaufen. Dazu kann ich keine Aussage treffen. Wozu ich allerdings eine Aussage treffen kann, ist, dass wir ein wenig brauchen werden und ich Miss Stokes um Rückruf gebeten habe. Würden Sie auf uns warten oder möchten Sie uns Kontaktdaten hinterlegen? Ich finde Sie schon, wenn ich muss. Das fühlt sich nicht richtig an. Nein. Sie missverstehen. Ist Ihnen das unangenehm? Nein. Dann kann ich Ihnen auch gern die altmodische Hand anbieten. Vielleicht einen stillen Briefkasten oder einen Botenreiter.
Ich verstehe. Nun, was auch immer Sie bevorzugen, aber ich bitte Sie, treten Sie bitte nicht noch einmal über Ihre Rolle in dieser Geschichte hinaus. Das irritiert mich immer ein wenig. Meine Rolle in dieser Geschichte? Ja, ja, Sie wissen schon, meine Geschichte. Was wollen Sie mir jetzt damit unterstellen? Nichts Wichtiges, aber wenn es hier Hauptfiguren gibt, dann sind wir das. Hey, ich möchte... Paul... Verstehe. Ich möchte mich auf keinen Fall in den Vordergrund drängen. Nein, nein. Wunderbar. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nicht telefonisch erreichbar sind? Was ist dieses Telefon? Nun gut, eine Adresse vielleicht für einen toten Briefkasten oder wo man klopfen kann. Ja, damit sich eine Tür öffnet. Sie finden mich im Stadtpark. Im Stadtpark. Wie groß ist der Stadtpark? Findet man den da einfach oder brauchen wir mehr Informationen? Sie können mich beim Abraham Lincoln Gedenkstein finden. Gut, sollte Miss Stokes sich positiv hinsichtlich ihrer Anfrage zurückmelden, werden wir sie dort aufsuchen. Und wenn nicht, dann ist das sehr schade. Es wäre wirklich, wirklich schade, wenn Sie verstehen, was ich meine. Durchaus, durchaus. Dann müsste ich nämlich selber ermitteln. Oh nein! Ich mache mir nur sehr ungern die Hände schmutzig. Ja, das ist... Aber die gute Sam weiß bestimmt, was gut für sie ist. Ich bin sicher, Miss Stokes wird sich bald möglichst zurückmelden und sehr interessiert am Verlauf dieses Abends sein, ob nun eine Ermittlung in diesen Verlauf eingeschlossen ist. Erwähnen Sie ruhig meinen Namen. Ich habe Mr. noch einen Marcus. Und erwähnen Sie... dass ich meinen Gefallen einlösen möchte. Sie möchten einen Gefallen einlösen. Nun, ich werde es Miss Stokes weiterleiten, sobald sie mich kontaktiert. Mit einem Telefon. Was auch immer dieses Tele ist, aber ja. Nun, Mr. Marcus, vielleicht bis später. Bis wir uns wiedersehen. Das ist eine schöne Verabschiedung. Traumhaft. Traumhaft. Ich freue mich bereits darauf. Ja, er tritt zur Seite und lässt euch Platz frei, in das Hotel reinzugehen. Detective Weber, ist der Schauplatz sicher? Völlig sicher. Ja, ich... hab gesagt, dass niemand die Etage betreten soll. Wunderbar. Bis der Polizei eintrifft, was... erst dann kommt, wenn ich denen Bescheid sage. Sehr gut. Sehr gut mitgedacht, Detective Weber. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass Miss Stokes Ihnen ein Fleißsternchen in die Akte gibt. Noch und eins, nun... Ja, sehr schön. Ja. Und nun... Auf zum Tatort. Ja, ihr durch. Am besten begleiten Sie uns, um Fragen mit dem Hotel Personal aus dem Weg zu gehen. Natürlich, ja, klar. Relativ unbehelligt kommt ihr so auf die zweite Etage des Hotels und zu dem entsprechenden Zimmer und seht tatsächlich den Tatort relativ unberührt vor. Okay, dann untersuchen wir den. Ja. Joanna lässt auch direkt ihre Katzen springen, die im Raum... Halt! Erst wir, dann die Katzen. Bitte, Miss Jones. Die Joanna. Simon Garfunkel, kommt hier. Sie fängt sie wieder ein. Okay, eine Frage hätte ich. Kann ich denn jetzt da auch mit wie heißen sie denn? Mit meinen, warte, ich muss ins PDF wechseln.
kann ich denn hier mit unsichtbares Spüren auch Sachen suchen? Ja, du könntest einen Würfelwurf machen, um zu gucken, ob du irgendwas Unsichtbares vorfindest, ja. Okay, also so dein, Muster und Patterns würde ich damit nicht finden. Nee, das nicht. Das nicht. Okay, dann würde ich das auf jeden Fall trotzdem mal machen, einfach nur um sicher zu gehen. Was muss ich da tun? Das müsste auf deinem Blatt vermerkt sein, was du da... Naja, okay, nochmal ins PDF. Moment. Mhm. Unsichtbare. Geistesschärfe und Auspex. Und Auspacks. Oder Entschlossenheit, Auspacks. Mhm. Geistesschärfe? Ja, mach mal Geistesschärfe und Auspex. Okay, das heißt, ich klicke bei Auspex hinten drauf. Ah Mist, jetzt hat der aber nur einen, was? Jetzt hat der nur einen Würfel gewürfelt. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich habe auf Auspex geklickt und er hat nur einen Würfel gewürfelt. Das kann ja nicht sein, das müssten alleine ja schon zwei sein. Habe ich da was falsch gemacht? Muss ich hier drauf klicken? Nee, Input Value. Ich gebe mal eine Input Value von 2 plus, was ist mein Width? 3, also 5 ein. Ist das du hast, okay? Wenn du Auspex runter oder unter Auspex steht Powers. Das, da klappt sich ein Menü aus, auf. Ah. Und okay. Dann rechts Geistesschärfe Disziplin daneben ist ein. Und dann ganz, ganz, mhm. ganz rechts klicken einfach. Mhm. Nee, da kommt wieder Input Value. Kannst du, warte mal. Jetzt geh weg. So. Also wenn ich hier klicke, nee, da kommt Input Value. Das kann es nicht sein. Das heißt, ich muss vielleicht hier klicken. Da wirft er wieder nur einen. Was ist das denn? I don't get it. Ah, es war schon irgendwie ein Fehler in dem Dokument. Ja, wahrscheinlich. Soll ich einfach Input Value 5 machen und gut ist? Oder? Nee, mhm. halt, dann würfelt er keine 5 Würfel. Das ist wieder was anderes, ne? Ich würfel irgendwas, wo 5 Würfel bei sind, okay? Ich nehme jetzt Academics und Wits. Das sind auch 5 Würfel. Ja, mach mal. 3 Erfolge. Ja, perfekt. Mhm. Deine Sicht klärt sich ein bisschen und du blickst hinter den Schleier. Versuchst, deinen Blick zu schärfen für das Übernatürliche in diesem Ort. Und du merkst sofort die Beklommenheit, die dich überkommt. Denn das ist ein Tatort, ein frischer Tatort. Und du fühlst noch die Präsenz des Todes an diesem Ort kleben. Ein Geist oder sowas kannst du allerdings nicht ausmachen. Hier ist nichts Übernatürliches, nur dieses merkwürdige Gefühl von Zerstörung und Gewalt. Okay, das schließt aber jetzt nicht aus, dass der Mörder übernatürlich war, oder? Nein. Nee, okay. Gut, niemand ist hier. Ja, dann würde ich ganz einfach den Tatort untersuchen. Und dann können wir die Katzen loslassen. Joanna streichelt ihre Katzen. Hier ist gerade der Tatort. Egal. Okay, dann untersuchen wir den einfach ganz normal, wie es Ermittler tun würden. Genau, Aline schaut sich auch nochmal die Leichen an, ob sie vielleicht irgendwie Ähnlichkeiten haben zu den anderen Opfern davor. Die Leiche ist regelrecht drapiert und für Aline ist es gerade sehr unangenehm, glaube ich, sich in diesen Raum zu bewegen. Okay. Die Leiche ist eine Frau dieses Mal und ist definitiv wieder ja fast schon ausgeweidet worden. Überall sind Überreste der Innereien und überall ist Blut an der Wand. Sie ist aber fast schon mit ausgebreiteten Armen und einer relativ ja fast schon an eine Kreuzigungsszene erinnerndes Pose auf den Teppichboden gelegt worden. Denn so fällt man einfach nicht hin, so gerade. Und man hat zusätzlich mit ihrem Blut etwas an die Wand geschrieben. Oha. Und das ist neu. Hier steht an der Wand geschrieben 3 für 3. Und in diesem Augenblick klickt es bei euch allen, als ihr diese Schrift an der Wand seht. Und etwas zieht euch in die Vergangenheit, in den Nebel hinein, als ihr gerade frisch wart
euer erster Tag als Vampir. Das Hotel dortmals. Der Hunger. Die Gier. Ihr schlagt die Augen auf in einem anderen Hotelzimmer. Um euch herum Leichen. Zwei Männer ausgeweidet. Der Blick in den Spiegel offenbart eure Vampirfänge und blutige Haut im Gesicht und an den Händen. Was habt ihr getan? Wie konnte es so weit kommen? Ihr blickt euch an und ihr seid alle von Blut überzogen. Und ihr fühlt noch die Genugtuung in euch drin. Die Reste des Tiers, das ihr wohl rausgelassen haben müsst. Was war das? Damals in diesem Hotelzimmer. Und es klopft an der Tür. Hallo? Alles in Ordnung? Da drin? Ja, alles in Ordnung. Wir sind nur nicht angezogen. Ich soll hier Essen vorbeibringen. Stell sie vor die Tür. Alles gut, da. Ich hab die Schreie gehört. Sexpraktiken, alles in Ordnung. Ja. Gut. Sollten Sie nicht so laut schreien. Wir gehen jetzt sowieso zum Knebeln über. Es ist alles in Ordnung. Jemand kennt unser Geheimnis. Ihr befindet euch immer noch in dem Rückblick. Ah, sorry. Ich dachte, wir wären schon wieder zurück. Es ist ein kurzer Rückblick. Ihr seid in dem Hotelzimmer, wo ihr damals gemordet habt. Wir müssen den Raum säubern und die Leichen verschwinden lassen. Und das möglichst schnell und leise. Wie säubert man denn ein solches Massaker? Soll ich da mal auf Academics würfeln? Ich habe keine Ahnung. Ich hab forensisches Accounting recherchiert, um die Rolle zu spielen, nicht Tatortreiniger. Ja, das ist wahrscheinlich aber auch genau das, was sein Charakter weiß, ne? Ja, genau. Also brauchst jetzt nicht groß draus würfeln. Es ist offensichtlich, dass Paul da gar keine große Ahnung von hat. Also er kennt Tatortreiniger, aber natürlich, wer kennt die Serie nicht? Großartig. Also könntest du jetzt in den gelben Seiten irgendwo schon Branchenverzeichnis, irgendwo Tatortreiniger, aber willst du wirklich jemanden anrufen und ihm sagen, mach das hier weg? Ich habe nicht rein zufällig für die Mafia im Accounting gearbeitet, oder? Natürlich nicht. Ich bin völlig überfordert und hol mir einfach Handtücher aus dem Bad und fange an, Sachen aufzuwischen. Während ihr so verwirrt seid, meldet sich in euch der Hunger schon wieder und kommt hoch. Und das Tier in euch rumort. Voll Blutdurst. Das allein der Geruch des übrig gebliebenen Blutes hier im Zimmer macht euch fast schon wild und rasend. Es fällt euch schwer, euch selber zu beherrschen. Klopft da noch jemand? Hat ja eben schon. Ich bin wieder weggegangen. Aber der ist ja wieder weg, oder? Anscheinend. Witternd richtet Aileen ihre Nase in den... Nein, die ist kein Mensch. Aileen geht so mit ihren Fingern an die Wand und fährt so ein bisschen in diesem... Blut ist noch an der Wand, ist so ein bisschen rum und ist da ein bisschen so in ihrer Welt und oh ja, hier dann und da. Klopft es tatsächlich wieder. Joanna geht... Eine weibliche Stimme. Macht auf! Joanna öffnet die Tür und packt sofort die Gestalt, wenn es geht, und zieht sie rein. Ich will Joanna aufhalten, aber vermutlich ist sie einfach schneller und stärker als ich. Ja, Joanna versucht, die Gestalt zu packen, aber mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit
wehrt die Person vor der Tür deinen Griff ab, dreht dir den Arm um, meint, na, 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 und du blickst in das Gesicht von Sam. Ich versuche sie reinzuziehen. So macht man das aber nicht. Ja. Geht das? Geht mit dir rein. Okay. Was habt ihr denn hier angerichtet? Ah, diese Frischlinge. Hunger. Ich habe Hunger. Wart ihr das? Waren wir das? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ne? Ihr habt keine Erinnerung. Ach so. Wahrscheinlich, ja. Erinnern uns an nichts, vermutlich. Was ist mit uns passiert? Was sind wir? Ihr solltet doch... immer noch voll dabei, da so rumzufahren und irgendwas an die Wand zu malen und ist so voll... Hat die ihr solltet Situation. Doch nur auf diese Leute aufpassen. Ich dachte, ich bin der Wahnsinnige hier. Habt ihr immer noch Hunger? Ja. Ah. Jetzt ist Snickers. Hey, wir müssen uns sehr drum kümmern. Ich denke, das hier verschwinden lassen ist schwierig. Habt ihr eine Idee, wie man das hier kaschieren könnte? Wir schieben es einem Serienmörder in die Schuhe. Gute Idee. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um euren Hunger. Augenblick. Lass mich mal wieder. Joanna, lass mich mal. Ja. Geht auf den Flur hinaus, kommt nach ein paar Minuten wieder und eine Frau in ihrem Schlepptau. Schiebt die so nach vorne. Viel Hunger haben wir. Sehr viel. Ihr seid auf Hunger 5. Fast. In dem Moment, wo sich die Tür schließt. Sie stellt sich noch dazwischen. Und die Frau, die sie nach vorne schiebt, dann guckt euch so mit so glasigen Augen an. Ich bin für euch da. Und ab dafür, ja. Oder? Ihr schlagt eure Zähne in die Frau und mordet ein drittes Mal an diesem Tag. Ah, da lagen nur zwei Leichen vorher drin. Okay. Zwei Männer, okay. Zwei jetzt eine Frau. Ah ja, okay. Dann, ja, dann sind es drei. Ein sportlicher Typ und ein etwas dickerer Mensch. Und jetzt eine Frau. Mhm. Spür ich denn, wenn ich das Blut von ihr trinke, dass sie irgendwie also kreativ war? Oder weiß ich sowas nur, wenn ich mit denen vorher gesprochen habe? Du fühlst, als du das Blut trinkst, dass sie ja auf ihre Weise definitiv kreativ war, ja. Sie ist ein Freigeist gewesen, sagen wir so. Okay. Und es schmeckt durchaus gut, ja. Ja. Und an der Stelle unterdrückt ihr euren Hunger nun komplett, indem ihr das dritte Mal mordet. Und kommt wieder komplett zu Bewusstsein, euer Hunger ist gestillt. Und ihr könnt wieder normal denken. Ah, das fühlt sich doch schon gleich viel besser an. Sam schaut euch an. Serienmörder. Wir müssen es irgendwie vielleicht... Legen wir sie hier so auf die Mitte und die beiden Männer an die Seiten. Vielleicht, wartet mal, den Kerzenleuchter da, schlagt ihn die Schädel ein. Das muss gut aussehen. Ich mach mich ran. Ja, klar, dann machen wir alles, was sie sagt. Genau, ich werf Joanna einen Kerzenständer zu, neben den anderen. Eileen ist auch voll dabei und trappiert es so ein bisschen, dass es einfach alles so ein bisschen aussieht wie so ein, wie nennt man das, so ein Happening oder so in der Kunst, wenn man so ein Objekt erstellt. Irgendwie, ja, okay, und hier muss das noch hin. Und es fehlt noch was, Eileen. Irgendwas fehlt noch ästhetisch in diesem Szenario. Ja, ein Massenmörder muss ja auf sich hinweisen. Signatur im Blut. Ja, genau. Also an der Wand, dass wir vielleicht noch irgendwie... Ich gehe sofort zur Wand und probiere wieder wegzuwischen, was ich davor gemalt habe. Das waren irgendwie einfach nur so Bäume, Natur, irgendwas. Und mach einfach so einen ganz komischen Schriftzug an die Wand und das Blut tropft so runter und scanne dann nochmal so den Raum, ob es mir gefällt. Die anderen blicken auf das, was Eileen an die Wand geschrieben hat und sehen 3 für 3 an der Wand stehen. Und in ja, dem Moment, das gefällt mir. Sehr gut. Und in dem Moment befindet ihr euch wieder in der Realität, im Hier und Jetzt.
und blickt mit starren Augen genau diesen Schriftzug an der Wand an. Mich hat jemand kopiert. Uns, meine Liebe, uns. Ich muss sofort Miss Stokes anrufen. Joanna, nun, macht mit euren Katzen, was auch immer ihr denkt. Ich muss mal ganz kurz aus der Szene in Wahrheit verschwinden. Sieht es in dem Raum so aus, also der Schriftzug ist der gleiche und ansonsten, wie die Leiche drapiert wurde, ist es auch so wie damals? Wie die Frau drapiert wurde, ist genau wie damals, nur dass die Männer fehlen halt, ne? Ja. Aileen geht nochmal so zu der Schrift und schaut sich ganz genau an, ob sie irgendwie, ob es einfach so genauso aussieht, wie sie es geschrieben hat, oder sie einfach erkennt, dass das jemand, also dass das eine andere Handschrift, aber nachgeahmt ist. So. Es ist definitiv eine Nachahmung. Es ist auch ähnlich, also es ist nicht, niemand hat nicht versucht, genau dasselbe zu schreiben, also genau gleich wie du zu schreiben. Aber einfach, ja, die Worte eben. Wichtig waren die Worte, an die man zu schreiben. Ja, okay. Wo ist Sam? Gute Frage. Damals war niemand sonst in dem Raum, außer ihr. Aber war nicht... Es war noch eine andere Person dabei. Nee, die ist doch weggegangen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat uns jemand beobachtet, Jon. Wer sollte das gewesen sein? Die Tür war verschlossen. Gibt es ein Fenster in dem Raum, an das ich so irgendwie gehen kann und mal schauen kann, ob es irgendwelche Häuser gibt, die in der Nähe sind, wo man so reinschauen kann oder es mir irgendwas auffällt? Das Hotel ist relativ groß, ihr seid aber auf dem zweiten Stock, das heißt, kannst du noch nicht sonderlich weit schauen. Aber wenn man höher gehen würde, dann könnte man garantiert über die Stadt schauen. Ja. Aber gibt es irgendeinen Platz, wovon man in das Zimmer reinschaut, irgendwo auf der gegenüberliegenden Seite? Also dass es man gibt gegenüber Häuser, wo es definitiv möglich wäre, hier in das Fenster reinzuschauen, ja. Paul, ihr konntet Sam nicht erreichen, richtig? Wenn das der Koali in meiner Abwesenheit gesagt hat, dann ist das korrekt, ja. Also ich habe es nochmal probiert. Genau, weil ich von Markus... Der Anrufbeantworter kommt, ja. Kommt wieder, ja. Okay. Nun, ja, es ist nur ein Anrufbeantworter. Aber das ist bedenklich. Jemand kopiert meine Geschichte, das missfällt mir durchaus. Inzwischen bin ich auch dagegen, dass wir diesem Mr. Marcus den Mörder überlassen. Ich meine, Mord, ja, Mord hätte ich noch gelten lassen, aber uns kopieren, mich kopieren, das geht zu weit. Das geht alles zu weit. Es wird persönlich. Wir müssen schauen, dass wir Sam erreichen. Sam ist die einzige Person, die anwesend war damals. Warum geht sie nicht an dieses Telefon? Wo war das denn? War das das gleiche Hotel, wo wir jetzt sind? Das ist ein anderes Hotel. Das ist ein anderes Hotel. Aber die gleiche Stadt und alles. Gleiche Stadt, ja. Gut. Warum hat es 20 Jahre gedauert, bis jemand das hier kopiert bzw. versucht, Rache an uns zu nehmen? Es gab Ermittlungen nach dem Geschehen damals. Das ist natürlich öffentlich geworden. Richtig, richtig. Das ist ein guter Ansatzpunkt. Ich würde Zeitungsartikel und alles, was ich finde über den damaligen Vorfall, inklusive die Opfer, aufrufen wollen und gucken, ob ich mit einer Recherche was über Hinterbliebene rausfinde, etc. pp. Mach mal eine Probe auf Investigation und Intelligence, weil du lässt dir wahrscheinlich Zeit dabei. Ja. Das passt. Du überdenkst das durch. Submit. Das sind 3 Erfolge, eine 10 dabei. Auf dem Hangar. Ja, perfekt. Oh, ist da noch eine 10 dabei? Nee, dann wäre was grün, nee, noch. Dann wäre das grün, ja. Dann ist kein Crit. was dir einfällt von damals, die beiden männlichen Opfer damals waren alleinstehend, keine Familie. Okay. Das weibliche Opfer jedoch
Pamela Friedman, die Sam euch quasi geschenkt hat als Hungerstiller zum Ende. Die hatte eine ältere Schwester. Eine ältere Schwester. Und was ihr, was du noch so in Erinnerung hast aus den Polizeiermittlungen damals, die ihr natürlich verfolgt habt, zu schauen, ob die Menschen euch auf die Schliche kommen. Alles ist natürlich damals im Sand verlaufen. Ihr habt keine großen Spuren hinterlassen mit der Hilfe von Sam. Aber diese Schwester hat immer versucht, weiter zu bohren und hat nie Ruhe gelassen. Ist die im World Wide Web zu finden? Hat die irgendwie einen Xing-Account oder ein LinkedIn oder sowas? Wenn du nachschaust, findest du tatsächlich eine inzwischen ältere Dame namens Bonnie Friedman. Bonnie Friedman, mhm. Irgendwas in ihrem Social Media, das darauf schließen lässt, dass sie zum Beispiel eine Tochter oder einen Sohn hat, die jetzt im rachefähigen Alter wäre? Nein, was du auf Social Media findest, ist, dass Bonnie krank ist, an Krebs leidet und ihre Tage gezählt sind. Das ist jetzt aber ein Downer. Und in den älteren Einträgen siehst du, dass sie halt wirklich niemals Ruhe gegeben hat und immer davon ausging, dass irgendetwas vertuscht wurde. Und irgendetwas stimmt nicht mit dem Tod ihrer Schwester. Aber niemals konnte sie wirklich herausfinden, was passiert. Ich zeig das auf dem Tablet in groß, den anderen schön groß, damit Joanna es auch lesen kann. Man könnte fast schon sagen, sie war besessen davon, diesen Fall aufzuklären. Hat auch deswegen niemals eine Familie gegründet. Ihr ganzes Leben dreht sich darum, nur diesen Fall aufzuklären. Sie hat es niemals geschafft. Und jetzt sind ihre Tage gezählt. Das ist verwirrend. Miss Doss, Miss Jones, was meinen Sie? Sollten wir Miss Friedman... Miss, sie hat niemals geheiratet. Ja. Miss Friedman einen Besuch abstatten. Ich denke schon. Wäre es für Sie annehmbar, Miss Jones, Joanna, wenn ich dieses Mal fahren würde? Lasst mich kurz nachdenken. Ich werde euch kurz einweisen. So, Joanna geht mit dir zum Fahrzeug und beschreibt dir halt ganz genau, was du tun musst. Du musst also mit sehr viel Gewalt auf die Bremse draufhämmern, dass das Auto überhaupt erst losfährt. Ich hoffe, du kannst es packen, weil es ist echt ziemlich schwer. Aber dann lässt sie dich fahren. Dann würde ich fahren. Du hast natürlich auch eine Adresse gefunden. Die Dame wohnt etwas abseits in einem Landhaus, geerbt von ihren Eltern. In einem Landhaus? Mhm. Okay. Ja, dann fahren wir da hin. Ich hoffe ja immer noch auf einen Rückruf von Sam, aber also Miss Stokes. Aber wenn Miss Stokes sich nicht meldet, was will sie machen, ne? Genau, aber wir sagen Detective Weber, dass er... Ach nee, warte mal. Fuck, wir sind ja schon losgefahren, zu spät. Wir sagen Detective Weber halt, dass wir fertig sind. Und dass er ist ja eh da, er kriegt ja mit, wenn wir fahren. Mach das mal weg. Ja. In der späten Nacht, es ist vielleicht noch 1 oder 2 Stunden bis Sonnenaufgang, erreicht dir das Landhaus. Ach so, jetzt haben wir diesen Tatort genauso hinterlassen, wie es war. Aber wir haben ihm noch gesagt, er soll ein bisschen was verschleiern. Haben wir das gerade, habe ich richtig gehört, ne? Macht wir das sind mal weg. Gefahren. Wir sind weggefahren. Fuck. Hätte ich diese Schrift wegwischen können. Hey, das ist okay, das ist okay. Wir sind unsterblich, ja. Er kann da ein bisschen was drehen und alles, was wir machen müssen, ist den Intervall nochmal recherchieren zwischen letztem Mal und diesem Mal. Und in so vielen Jahren machen wir die ganze Scheiße nochmal. Scheiße, okay.
dann sind es sehr, sehr weirde Serienmörder, aber danach ist auch gut, weil das waren dann mindestens 60 Jahre. Irgendwann ist auch ein Serienmörder mal tot. Denke wie ein Vampir. Ja, okay, machen wir so. Ja, passt. Auch wenn es gerade echt dämlich war, das war nix. Ja, na egal. Das okay. War total dumm, aber wir sind einfach losgefahren. Ja. Shit happens. Ein bis zwei Stunden bis Sonnenaufgang. Wie sicher ist... Oh nein, da wollen wir... Vor allem Aileen will da nicht drin schlafen. Reicht uns die Zeit noch? Miss Doss, Miss Jones, meinen Sie, die Zeit reicht uns noch bis zum Sonnenaufgang? Joana. Wir haben noch eine weitere Nacht. Vielleicht, um uns einen Mini-Überblick zu verschaffen, aber... Also unter Zeitdruck arbeiten... Ja... Ich meine, wir haben noch eine weitere Nacht. Wir könnten uns auch zum Nachsonnenuntergang am Abend noch einmal treffen. Ja, ich denke, die Zeit sollten wir nutzen. Also Joana ist hinten drin bei den Katzen. Und von da kommt die Stimme vor. Ihr hört nur so im Wagen. Vielleicht Stimme. Könnten sie jetzt sich eben Miss Jones, Joana, solange ich am Steuer bin, die ein, zwei Stunden nutzen, um sich, also eine Stunde davon nutzen, um sich einen Überblick zu verschaffen. In der verbleibenden Stunde sollten wir es alle zurück nach Hause schaffen, in Sicherheit. Oder? So, wie groß ist Violet City? Also ihr solltet es definitiv schaffen, nochmal nach Hause zu kommen, ja. Okay. Ja, yeah, aber also reicht eine Stunde oder brauchen wir mehr Zeit? Eine Stunde reicht schon, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eine Stunde, um die Gegend auszukundschaften für morgen. Vielleicht planen wir eine halbe Stunde ein und dann schauen wir mal. Ja, yeah. Also in einer Stunde fahre ich los, mit Joana oder ohne. Okay, also wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen. An dem Landhaus, wo die Frau lebt, die an Krebs erkrankt ist. Und ja gut, dann wird Joana aussteigen und die Gegend mal abchecken nach Menschen. Kann ich sowas wittern? Du kannst vor allen Dingen Tiere wittern, aber du könntest auch die örtlichen Tiere fragen. Ja. Weil hier so alles lebt und was die machen. Dann frage ich ein paar Krähen, die hier ansässig sind. Ja, perfekt. Wenn wir jetzt ja gerade schon bemerkt haben, dass dieser Bogen nicht vernünftig funktioniert, mach mal eine Probe auf. Wo haben wir dich denn da? Charisma und Tierkunde. Okay. Das ist Animal Keen, Ken. Mhm. Und Charisma. Mhm. Oh! 4 Erfolge oder was? Kann das sein? Ja, perfekt. Ja, super. Nice. Stark. Jetzt schaust die kleine Krähe da auf dem mit ihren Geschwistern auf dem Ast sitzend, die euch die ganze Zeit schon so beobachten oder bis zurück. Was wollt ihr hier? Was wollen wir denn fragen? Leute, soll ich sie fragen, ob die Frau regelmäßig Besuch hat oder was wollen wir wissen? Wie viele Menschen in dem Haus leben? Ja. Sagt, wie viele Menschen gehen hier ein und aus? Wie viele wohnen hier fest? Eine Frau alt. Hat sie Besuch? Nein, nie Besuch, immer alleine. Wo ist ihr Schlafzimmer? Was ist Schlafzimmer? Wo ist abends Licht an und dann aus? Wo ist das letzte Mal Licht an? Letzte Mal Licht oben. Gut, danke euch. Sie ist allein. Hast du was zu fressen? Ja, hier, natürlich, Joana hat immer, auf alle Tiere hat sie was dabei. Immer ein Frolic. Ja, und sie geht in ihre Tasche rein und zieht da so alte Brotkrumen raus, die sie so, hier meine Freunde. Und dann vergisst sie die Zeit. Ja.
Wenn die sich das annehmen, vergisst Johanna die Zeit, bleibt bei den Krähen und unterhält sich mit denen über alles Mögliche und hat jetzt die Frau vergessen, die da Krebs hat. Die Stunde verstreicht, falls ihr auf Johanna wartet. Ja, wir haben gesagt, sie hat eine Stunde. Ich mache in der Zeit nichts. Also wenn ihr sie beobachtet, seht ihr sie auch nur da stehen. Dann seht ihr sie da stehen. Ach, wir sehen sie. Ja, ja, wir sehen sie. Okay. Ja, auf der Stelle. Na gut, also, dann weiß ich nicht. Ihr wird irgendwann eingreifen wahrscheinlich, weil Johanna ist halt jetzt in ihrer Welt. Nee, wenn wir das sehen, dann warten wir nicht eine Stunde. Nee, dann warten wir wahrscheinlich 10 Minuten, 15 Minuten, merkt es, da geht sich voran und kommt dann ran oder so. Ja, genau. Aber Johanna kommt ja selber nicht weg. Die ist jetzt in ihrem Ding. Das ist so ihre Freunde jetzt. Ja. Sie verstehen sich. Möchten Sie, soll ich... Ja, gerne. Johanna, hast du noch irgendwas Spannendes rausgefunden? Aber wir müssen jetzt langsam die Zeit, du weißt, du kennst, los. Hoppa. Johanna, quack, 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 hallo. Ja. Und ich fasse sie so ein bisschen an und probiere sie. Redet so die denn von Kau oder Welch? Kau oder Welch? Ich drehe noch einmal zu den Krähen um. Bis morgen. Und dann gehe ich mit Aline zurück. Ein, sie ist alleine. Alleine. Kein Besuch. Oben alleine und kein Besuch. Ja. Und sie ist alt und hat Krebs. Ja, hat sie Krebs? Ja. Hat sie noch irgendwelche anderen Haustiere oder Tiere, die sonst noch ein- und ausgehen? Konntest du das vielleicht rausfinden? Gute Frage. Hey, okay, na dann. Das habe ich nicht gefragt. Kein Würde mich Problem. Auch interessieren. Aber sollte sie Tiere haben, wärst du in der Lage, dich um sie zu kümmern? Ja, alle. Gut. Alle Tiere. Also wenn wir jetzt eine Viertelstunde gewartet haben, dann Tiere haben wir jetzt treu. Noch etwa anderthalb Stunden plus bis Sonnenaufgang. Tiere sind ne? Ehrlich. Nun, in Anbetracht dieser Informationen sollten wir vielleicht unsere Vorgehensweise überdenken. Ich halte es für immer unwahrscheinlicher, dass die Gute zu dieser Tat alleine fähig ist. Ich meine, sie ist alt, sie hat Krebs. Das heißt, wenn wir warten bis morgen, verlieren wir vielleicht wichtige Zeit, um an den wahren Täter zu kommen. Im Notfall können wir auch im Keller dieses Anwesens nächtigen, sobald wir uns um die Dame gekümmert haben. In den Schatten, ja. Es ist ein sehr gepflegtes Anwesen, Aline. Ich bin sicher, ihr findet einen Raum, der euren Ansprüchen gerecht wird. Außerdem, wie lange brauchen wir bis zur nächsten, abgesehen von Joannas, bis zur nächsten Unterkunft von uns? Wieso gehen wir nicht rein und sprechen mit ihr? Haben wir schon geklärt, also eine Stunde brauchen wir zum Zurückfahren. Wieso gehen wir nicht rein und sprechen mit ihr? Wie ist das? Wir haben noch eine halbe Stunde, wir gehen rein. Würde ich sagen, ja. Weil es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie das ist. Und wenn, dann muss es irgendwas Übernatürliches sein. Und ich habe nichts Übernatürliches bemerkt am Tatort. Also würde ich das ausschließen. Miss Jones, Miss Doss, lassen Sie uns eine alte Dame einschüchtern. Soll ich über den Eine Kanal? Alte, todkranke Dame. Die sollte leicht aus. Einzuschüchtern. Oh, Moment, todkrank. Sie ist vielleicht nicht so leicht einzuschüchtern. Da die Vordertür. Komm, lasst uns gehen. Nun zur Notfolter. Gehen wir. Klopf, klopf oder Klingeling, was auch immer da ist. Ein Klingel, ganz normal. Ja, dann klingeln wir einfach. Die Dame macht die Tür auf. Was machen Sie denn so spät hier morgens? Wer sind Sie überhaupt? Wo waren Sie diese Nacht? Was geht Sie denn das an? Sonderermittler vom FBI. 3 für 3. Wenn Johanna das so vor sich hin sagt, 3 für 3, gehen ihre Augen so hoch. Dürfen wir reinkommen? Verstehe. Die Morde von damals wurden kopiert. Wissen Sie etwas darüber? Wissen Sie etwas darüber? Nun, ja, wir ermitteln. Legt sich so ein bisschen um und schaut so hinter die Tür. Kommen Sie rein. Aber Schuhe ausziehen.
Oh ja, viel Spaß. Guckt Joanna an und also Ladies first. Jo, also Joanna zieht ihre Stiefel aus und barfuß ist sie da drin. Und die Füße sehen nicht schön aus. Dicken, krallenbewehrten Füße von Joanna. Ja. Hühneraugen. Ja, Aileen braucht ein bisschen, weil die hat so ein bisschen hohe Schuhe und es ist so gebunden und ist damit erstmal kurz beschäftigt. Genau, und kommt dann hinterher. Lüpfe aus meinen, was sind denn das? Budapester oder sowas, Anzugschuhe halt. Ja, weißt du, was können Sie mir erzählen über diesen 3-für-3-Mord? Nein, Sie verwechseln die Rollen hier, Miss Friedman. Was können Sie uns erzählen? Entweder kopiert jemand diese Morde oder der alte Täter ist wieder im Gange. Sie wandert so ein bisschen durch den Raum. Vielleicht setzen Sie sich erstmal. Wollen Sie einen Tee? Natürlich. Ja, kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Ich mach welchen. Verschwindet durch die Tür, wahrscheinlich in die Küche. Ich würde gerne meine Aufmerksamkeit auf ihr fokussiert halten. Ja, man hört sie tatsächlich klimpern und Tee machen. Okay. Und was sieht man so? Wie sieht es da drin aus in dem Raum? Es ist ein relativ heruntergekommenes Wohnzimmer. Alte Möbel. Schon etwas fleckig anmutendes Polstermöblion. Ein alter Fernseher, noch mit Röhre. Sieht man irgendwo so Fotos? Noch? Definitiv Fotos und Bilder sieht man an der Wand und ihr erkennt auch ein Familienfoto, wo sie in jüngeren Jahren drauf ist. Und tatsächlich erkennt ihr auch Pamela wieder. Gibt es irgendjemand, der oft in Fotos vorkommt, den wir noch nicht kennen? Sonst noch? Ja, der Rest der Familie anscheinend. Ja, aber, okay, ja. Aber sonst niemand, der jetzt noch mal häufiger vorkommt, den wir einfach noch gar nicht auf dem Schirm haben? Nee. Okay. Ich würde einen Smartphone-Alert setzen, dass wir pünktlich losfahren. Sie kommt wieder aus der Küche mit so einem Stöfchen. Stellt den auf den Tisch und gibt euch ein paar so kleine Tassen, Porzellantassen. Oh, also 3-für-3. Und Sie sind die aktuellen Ermittler. So sehen die also heute aus. Richtet ihren Blick auf Joanna vor allen Dingen. Des zeitlichen Distanz zwischen den Vorfällen haben wir eine aus dem Ermittlerteam, die vor 30 Jahren, 20 Jahren damit beauftragt waren, wieder aus der Rente geholt als Berater. Ah ja, und wie ist Ihr Name? Meiner. Nein, eine alte Ermittlerin. Marilyn. Und weiter? Man. Das ist so ein guter Lügner. Wissen Sie, ich weiß alles über den Mord an meiner Schwester. Aber eine Marilyn Mann hat niemals Recherchen gemacht. Zumindest dort in Akten nicht. Aber schauen Sie sich doch an. Also sie hat sich eher im Untergrund gehalten. Jeder hat so seine spezielle Fähigkeit bei uns. Und die Umstände erfordern... Was ist Ihre Kindchen? Schön noch aussehen mal? Nach außen. Tut Joanna das leid, was passiert ist damals? Müsstest du jetzt halt selber entscheiden, ne? Also das ist definitiv okay. Das Monster in dir, was getötet hat, ne? Mhm. Die Frage ist, wie gut hast du das mit deinem inneren Menschen vereinen können? Überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Also Joanna tut es unfassbar leid. Und sie sieht das Heil ja in den Tieren, die immer ehrlich sind. Mhm. Und sie kann das nicht verarbeitet haben. Jetzt habe ich aber gerade Aline abgewürgt mit ihrer, wo du gerade mit ihr geredet hast. Alles es tut gut. Mir auch leid. Kein Problem. Okay. Dann würde Joanna wahrscheinlich jetzt erzählen, dass sie es waren.
Also ihr würdet es... Ich halte mich mal noch zurück und lasse es mal mit Ali noch mal weiterlaufen, geschwind. Aber wahrscheinlich wird Joanna eher dann Buße tun wollen in dem Fall und es sagen. Oder bist du gemutet, Coali? Also das Gesicht nach außen. Das Gesicht nach außen, ja. Was hatten Sie gesagt? Du bist das Gesicht nach außen. Ich bin das Gesicht nach außen. Also du. Face. Ja, sie bestimmt nicht. Nichts für ungut. Na, jeder hat eben seine Stärken und Schwächen, wie ich eben sagte. Ja, und ich wollte gerade wissen, welche Stärke Sie sind, die Sie haben. Na, die haben Sie doch gerade schon gut beschrieben. Wofür braucht man eine Frau wie Sie bei den Ermittlungen? Guter Bulle, böser Bulle, alter Bulle. Verstehe. Wofür braucht man jemanden wie mich? Ja, um vielleicht an den Menschen dabei zu sein. Wie geht es Ihnen denn mit diesem neuen Fall? Das muss doch schrecklich für Sie sein. Welcher neue Fall? Die 3-für-3-Morde wurden kopiert. Das habe ich Ihnen eben an der Eingangstür erzählt. Ah, natürlich. Es kopiert. Warum, wie kopiert? Nun, gleiche Opferprofile und gleich zugerichteter Tatort. Und das nach so langer Zeit. Auf kopiert. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen kopieren und nachstellen. Haben Sie nicht Unrecht? Sie haben recht. Vielleicht wurden Sie nachgestellt, vielleicht kopiert. Wir sind uns nicht sicher, ob es ein Nachahmungstäter ist oder der Originaltäter. Das versuchen wir ja zu ermitteln. Es war nicht der Originaltäter. Und da sind Sie sich sicher? Ziemlich sicher. Wie kommen Sie darauf? Naja, weil ich es war. Das macht uns unseren Job sehr, sehr einfach. Wäre es für Sie in Ordnung, wenn ich den örtlichen Detective anrufe, damit Sie verhaftet werden? Oder möchten Sie Widerstand leisten? Ich möchte vor allen Dingen wissen, wer das damals war. Ja. Nachvollziehbar, aber wie kommen Sie... vor den damaligen Tätern. Wir sind das gewesen. 3-für-3. Hier sitzen 3. Ich guck völlig entgeistert zu Joanna so, what the fuck? Es tut mir leid, was damals geschehen ist. Dann war es ja doch für etwas gut. Ich richte mich sofort zu der alten Dame, vergiss. Ja, kriegt wieder glasige Augen, legt den Kopf ein bisschen schief und... Bist du des Wahnsinns? Los, wir verschwinden, jetzt! Warum? Warum wollt ihr der alten Frau nicht die Wahrheit sagen? Sie stirbt bald. Weil wir die Maskerade zu wahren haben. Und noch lebt sie. Das kannst du auf dem Totenbett machen, wenn sie 2 Sekunden später tot ist. Aber wenn sie noch 5 Minuten hat, was zu twittern... Ich kann ihr... Vergiss nochmal. Los jetzt. Ich mache ihr das Angebot, früher zu sterben, wenn sie das wünscht. Okay, ich kann sie auch nochmal vergessen lassen. Mach ihr das Angebot, wenn sie es nicht annimmt, dass ich sie vergessen und wir verschwinden. Top. Damit bin ich auch okay. Könntest ihr auch anbieten, durch das Vampirblut sie zu heilen, zum Beispiel? Oh! Könntest ihr von deinem Blut geben, damit vom, also das vampirische Blut hat halt hier. Ja. Die Eigenart, dass es Menschen abhängig macht, so weit, so gut. Ja, das ist also, dann Ghoul, oder? Und sie wäre dann ein Ghoul, ja, genau. Ja, ja. Je öfter sie von dir trinkt, desto abhängiger wird sie. Aber das Vampirblut überträgt halt auch also Teile der vampirischen Kräfte auf die Menschen. Das heißt, sie werden stärker und einige davon prägen sogar vampirische Eigenarten aus.
Also vielleicht kann sie sich dann auch mit Tieren unterhalten. Das ist immer ein bisschen zufallsabhängig, das kann man nicht planen. Und vor allen Dingen verlängert das vampirische Blut das Leben und die Gesundheit der Menschen. Also Ghule können auch mal gut über 100 oder 150 Jahre alt werden und kaum dabei altern. Ja, das würde ich machen, das Angebot, um sie dann zu heilen von dem Krebs und damit sie aber auch an mich zu binden und ihr klarzumachen, dass wenn sie mich verarscht, dass ich sie dann durch irgendwie anders halt aus dem Leben nehme, durch meine Kraft einfach. Also was du weißt, ist, wenn sie abhängig ist von deinem Blut, wird das Verarschen sehr schwer für sie. Ja. Dann, genau. Sie wird halt du wirst emotional an sie gebunden und sie wird emotional an dich gebunden. Ja, das würde Joanne aber eingehen, um mit dieser Schuld besser umgehen zu können. Um sie dafür zu retten, quasi vor dem Tod. Ihr wart das. Warum? Diese Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Aber ich kann Ihnen helfen, dass Sie vielleicht verstehen, wenn Sie mir vertrauen. Ich habe all die Jahre nach euch gesucht. Und nun habt ihr uns gefunden. Nur weil ich es nachgestellt habe. Ja. Ich biete euch... Jetzt habe ich noch so wenig Zeit. Ich biete euch mehr Zeit. Ich biete euch eine Heilung von eurer Krankheit und erbitte dafür euer Vertrauen. Heilung? Der Krebs ist nicht heilbar. Alle Ärzte sind sich einig. Ich kann euch heilen. Ihr müsst mir nur vertrauen und es geschehen lassen. Ich soll dem Mörder meiner Schwester vertrauen. Ihr habt gefunden, wonach ihr gesucht habt. Es tut mir leid. Und ich möchte alles dafür tun, dass euer Zorn nicht fortbesteht, stehen muss. Ihr könnt weiterleben. Ich biete euch einen Teil meiner Kraft an, müsst ihr. Was ist das für ein Leben mit dieser Gewissheit, dass es für nichts war? Ihr könnt mir noch nicht einmal sagen, warum. Ihr könnt selbst dahinter kommen. Ich kann euch zeigen, wie es sich anfühlt, Hunger zu haben. Das müsst ihr selbst erfahren. Zu hungern. Hunger? Ich zeige es euch. Wollt ihr? Was bedeutet das, Hunger? Seid ehrlich. Miss Jones, Joanna, wenn du der guten Miss Friedman anbietest, was ich denke, dass du ihr anbietest, kannst du ihr auch alles offenbaren. Und dann erzähle ich ihr die ganze Geschichte, was Vampire sind und ja, und ob sich, und dann fahre ich ja noch die Frage, ob sie es darauf einlassen möchte und auch geheilt werden möchte und mit mir dann zusammen durch die Gegend zu ziehen. Vampire. Und meine Schwester, warum sie? Es hätte jeder andere sein können. Das war nur Zufall. Zufall? Also hast du ihr die Geschichte von damals erzählt? Ja, alles. Zufall waren die beiden Männer wohl, hm? Aber sie nicht, sie ist gebracht worden von dieser, wie habt ihr sie genannt? Ja gut, ich würde Sam nicht erwähnen eigentlich. Okay. Also ich hätte dann Sam ausgespart. Wie du die Szene schilderst, ne? Ja, okay, dann ja gut. Ich habe es so geschildert, dass ich sie reingezogen habe, ihre Schwester, weil sie an der Tür geklopft hatte und dann habe ich sie ich habe sie gekillt dann, ja. Dann müsste ich für den Rest meines verlängerten Lebens mit der Mörderin meiner Schwester
die euch zeigt, warum sie gemordet hat. Dass ihr es besser verstehen könnt und vielleicht Frieden finden könnt und mir vergeben könnt. Ich möchte es so gern erfahren, warum und weshalb. Ich würde... Ja, ich nehme das Angebot an. Und auch dann... wenn es... Ja. Auch wenn es mich verdammt. Dann würde ich sie beißen. Möchtest du sie wandeln oder möchtest du sie zum Ghoul machen? Ich wollte gerade sagen, wenn du sie beißt und ihr dann Blut gibst, wird es zum Vampir. Wenn du ihr nur Blut gibst, wird es zum Ghoul. Okay, dann gebe ich ihr nur beide Blut. Beide Optionen stehen offen. Ich gebe ihr nur Blut, um. Ich, das glaube ich, wenn ich sie zum Vampir mache, dann gebe ich viel mehr von meiner Kraft ab, oder? Ist das so? Oder ist es überrascht? Nee, wenn du sie zum Vampir machst, gibst du keine Kraft ab. Ah. Aber die Regeln gelten nach wie vor, oder? Sie braucht eine Erlaubnis dafür. Das müssten wir eigentlich wissen. In der Gesellschaft bräuchtest du eine Erlaubnis dafür vom Oberhaupt, dass du ein Ghoul zeugst, ja. Ach so, auch für den Ghoul schon. Ghoul. Mhm, für den Ghoul auch schon, ja. Okay, dann Bam. Dann was, Bam? Dann interveniert Bam. Paul jetzt, oder wie? Ich schieße Friedman in den Kopf. Ich habe dir schon zwei Nachrichten geschickt, dass ich mich bereit mache, zur Not Friedman und Joanna in den Kopf zu schießen. Ich schieße Miss Friedman in den Kopf. Okay, gut, dann hat sich die Sache erledigt, ne? Also Joanna hat... Also wenn sie eine Erlaubnis braucht und ich weiß das, dann schieße ich ihr in den Kopf, bevor sie das Blut trinkt. Sie hätte es trotz Erlaubnis gemacht. Trotz fehlender Erlaubnis hätte sie Joanna das gemacht. Genau, dann, also wenn du das machst, trotz fehlender Erlaubnis schieße ich ihr in den Kopf. Ja, okay. Boom. Soll ich Feierabend würfeln? Das müssen wir nicht groß auswürfeln, das ist relativ simpel. Also die wehrt sich ja nicht und das ist halt, ne, also... Es sei denn, Joanna möchte das irgendwie wahrnehmen und intervenieren, dann können wir das gerne. Aber nee, Joanna kriegt das, ist halt nein. Joanna ist, nein, Joanna ist konzentriert auf die Frau, die sie jetzt, von der sie Buße machen möchte und ist einfach nur wie versteinert, als jetzt die erschossen wird. Genau, also und sagt gar nichts mehr. Kopfschusswunde, die Frau sackt in sich zusammen und sitzt halt also auf ihrem Sessel. Und jetzt ist halt, für Joanna gibt es keine Möglichkeit mehr zur Absolution quasi. Ja. Und Paul, das ist eine weitere Mechanik, die wir kurz zeigen können. Humanity. Diese Aktion des kaltblütigen Tötens und nicht nur Tötens, sondern Mordens ist natürlich, lebt auch an einem Vampir nicht spurlos vorbei und auch an Paul nicht. Das benennt sich im System Stain, also eine Schramme oder eine Verletzung auf deiner Seele offenbart sich. Okay. Du könntest dir von der rechten Seite deiner Humanity-Anzeige, wenn der Alex das einblendet, dann können die anderen das mal sehen. Ganz unten ist Menschlichkeit. Da hast du momentan noch 7. Und auf der rechten Seite sind ja noch 3 freie Kästchen und das äußerste rechte kannst du mal auskreuzen. Das äußerste rechte? Ja, ist weg. Ja, genau hier. Mhm. Das ist jetzt quasi ein Makel auf deiner Seele. Ja, ich bin weniger menschlich geworden dadurch. Ja, noch nicht, aber kommen wir gleich am Ende dann dazu. Das ist erstmal nur, um das zu markieren. Mhm. Ja. Achso, muss ich nochmal einfach so erschossen. Was macht denn Aileen? Er zuckt seine Waffe und er schießt die Frau einfach. Ja, Aileen ist total baff und also gerade eben war sie ja noch so ein bisschen tough und hat so ein bisschen ihre Rolle gespielt und starrt einfach so ein bisschen und ist ein bisschen abwesend. Miss Jones, Ihnen sind die Regeln vertraut. Hätten Sie diese Person zu Ihrem Ghoul gemacht, ohne die Erlaubnis von Miss Stokes oder hier Name des Prinzen einfügen? Wärst du sicherlich mit dem Tode bestraft worden und sie auch. Sie spricht mit den Krähen. Sagst du ihnen denn? Toll, ich hab Joanna kaputt gemacht. Sie sagt den Krähen, dass sie, dass es ihr leid tut, aber die sind ja nicht da, die hören die ja nicht. Aber sie ist in diese Krähensprache reinverfallen. Vorhin war die Situation so schön mit den Krähen, ihre Freunde, die sie verstanden haben, und jetzt spricht sie mit denen. Und kommt dann auch wieder zu sich nach einer Zeit
Und was machen wir jetzt? Paul, warum hast du das getan? Nochmal. Wenn du sie zu deinem Ghoul gemacht hättest, ohne die Erlaubnis von Miss Stokes oder Prinz, hätte man dich sicherlich mit dem Tode bestraft und sie natürlich auch. Das hätte niemandem geholfen. Was ist das alles wert? Was ist das alles wert? Was ist die Unendlichkeit wert? Nichts. Ich würde mich jetzt daran setzen, einen Abschiedsbrief von der Dame zu schreiben. Also ihr faked quasi jetzt wieder ein Selbstmord. Okay. Ich tue ja auch die Knarre nochmal in die Hand und drücke nochmal ab, damit sie Schmauchspuren hat. Also ein weiterer Mord wird vertuscht von euch dreien. Genau. Also ich würde Selbstmord faken und halt, was habe ich mir nur gedacht? Ich dachte, durchs Kopieren der Mörder zeigen sich die Echten, aber ich kann nicht mit der Schuld leben. Mhm. Und dann lasse ich Waffe und Dings da ruft Detective Webber an, dass er als erster am Tatort ist und die Waffe auch nicht zu, also entweder zu ihr als Besitzer zurückgeführt wird oder halt Schwarzmarktware ist. Ja. Nicht registrierte Waffe. Ja. Okay. Mit Blick auf die Uhr. Ja. Verlassen wir die Szenerie mit ein paar kleinen Insights für die Charaktere. Paul. Du wusstest es schon immer. Es ging die ganze Zeit wirklich nur um dich und du hast ja auch gehandelt als Protagonist der Show. Es war deine Hand, welche die Fäden des Schicksals gezogen und alles in Bewegung gesetzt hat. Du warst der Anfang, die Mitte und das Ende von allem. Und jetzt weißt du genau, wie du all die Zweifel, die du hast, in Zukunft zerstreuen kannst, wie du dich unwiderruflich ins Rampenlicht stellen kannst. Das hat dir nämlich diese Geschichte gezeigt. Alles, was du jetzt noch brauchst, ist eine Klinge und ein Muster. Und Paul kann mal kurz ein paar Würfel in die Hand nehmen. Okay. Was soll ich würfeln? Beziehungsweise unten wie auf viele? Dem Bogen, unten auf dem Bogen gibt es eine Funktion Remorse, heißt die. Remorse? Sehe ich nicht. Wo ist die? Ganz unten. Ganz unten? Unter bei Humanity, oder? Ganz unter Menschlichkeit? Ich kann nicht unter Menschlichkeit. Wieso kann ich nicht unter Menschlichkeit scrollen? Ich komme da nicht drunter. Doch, da drunter. Unter Humanity. Bei mir ist es auch drunter. Ja, Remorse. Ja? Mhm. Ja, okay. Ich scroll nochmal. Warte mal, da kommt noch was. Nee, aber jetzt, ich sehe das. Ich komme da nicht hin. Was ist denn hier los, Alter? Soll ich da drauf drücke für dich? Kannst du das? Warte mal, kann ich das noch größer machen? Ja, aber wenn ich das größer mache, zieht es nur Humanity mit runter. Ich sehe, dass da noch was steht, aber ja, ich komme nicht dahin. Kann Alex was mal machen? Ich drück mal mach drauf. Mal für mich, ja bitte. Remorse Dice einen. Moment, jetzt können wir, du hast es ja noch im Bild. Ja. Wir haben 7 Menschlichkeit und wir haben rechts einen Stain. Das bedeutet, dass inzwischen noch 2 Kästchen frei sind. Und das bedeutet auch, dass der Paul jetzt 2 Würfel zur Verfügung hat, um einen Erfolg zu würfeln. Okay. Hat er geschafft. Zwei Erfolge. Ja. Oh ja. Das heißt, 10. Die Schramme auf der Seele, der kaltblütige Mord an der Frau, geht an Paul. Gott sei Dank, oder auch nicht. Einfach so vorbei. Ich hab getan, hinterlässt was keine Spuren auf seiner Menschlichkeit. Für die Maskerade, für die Kamarilla. Genau. Also bleibe ich bei 7 einfach. Genau, du bleibst bei 7. Ansonsten, wenn es verfehlt hättest, hättest du einen Humanity verloren. Das bedeutet auch, je weniger Humanity man hat, desto eher kann man sich Dinge leisten. Ne? Also desto schwieriger wird es, Humanity weiter zu verlieren. Mhm. Weil man wird halt skrupelloser und so, ne? Okay, gehen wir zu Eileen.
hast da keinen Stain gehabt. Eileen, manchmal, wenn man sich richtig konzentriert, ist es fast so, als ob man es zurückhaben könnte. Diese Funken von damals. Aber nein, es ging alles mit dem letzten Herzschlag verloren. Das heißt natürlich nicht, dass du andere nicht immer noch inspirieren kannst. Vielleicht ist das dein Schicksal, die ewige Muse sein zu müssen für den Protagonisten der Show. Wer weiß? Schicksal oder Strafe für die Tat, die du damals getan hast und heute nicht verhindert hast. Und Joanna? Die Welt der Tiere ist besser als die Welt der Menschen. Das ist dir heute klar geworden, wenn es dich sowieso nicht schon sonderlich klar war vorher. Aber egal, wie sehr du es auch willst, du bist kein Tier. Dein Fluch, das ist etwas anderes und du kannst ihn deutlicher als die meisten anderen jetzt sehen, wenn du in den Spiegel schaust. Beide Welten müssen im Zaum gehalten werden. Die des Menschen in Form von Paul mit seiner Skrupellosigkeit und die des Tiers, weil du damals gemordet hast. Alles hat nicht dazu geführt, dass du Absolution bekommen konntest. Du hast dich angestrengt, du hast alles dafür getan, du warst sogar bereit, dein Blut zu geben, ohne Genehmigung des Prinzen, einen Ghoul zu zeugen, alles auf dich zu nehmen, was danach auf dich eingeprasselt wäre. Aber jemand hat es verhindert. Es liegt einfach nicht in deiner Hand. Die beiden Welten sind einfach nicht im Gleichgewicht. Es kommt immer wieder zu neuen Katastrophen. Und du mittendrin. Sehr schön. Und damit verlassen wir die World of Darkness für heute. Ja, ey, cool. Wow. Danke. Ey, Quali, geil. Also die Insights am Ende, wow. Das war ja, ich bin hart beeindruckt. Ja, das hat Spaß gemacht. Die sind auch so vorgesehen im Abenteuer, aber danke. Ja, ach, das war stand da schon. Dann hast du schön nicht, vorgelesen. Nicht genauso, aber ja, cool. Nee, hat echt viel Spaß gemacht. Man war auch viel, also schnell in der Rolle drin, auch durch die vorgefertigten Charaktere und deine super Leitung, Quali. Dankeschön. Das war alles, die Plätze ruhig beschrieben, cool, ja. War super. Also vielen Dank dafür. Ja, ich habe das Abenteuer sehr, sehr gerafft. Wenn ihr könnt euch den Schnellstarter könnt ihr bei Ulysses erwerben. Der ist gar nicht mal so teuer. Ich glaube, 5 Euro oder so kostet der. Das sind auch alle Regeln, die man für das Szenario braucht, enthalten. Mhm. Und falls ihr das zu Hause nachspielen wollt, es gibt noch mehrere Ebenen, die wir heute nicht bespielt haben zu dieser Story, aber wir mussten heute in 2 Stunden fertig werden und das haben wir geschafft. Boah, ziemlich akkurat. Gerusht. Hast ja. Du geil gemacht. Ja, ich werde mir das auf jeden Fall holen, weil ich will wissen, was wir alles verpasst haben. Ich fand die vorgefertigten Charaktere auch sehr, sehr geil. Ich war so ein bisschen überrascht. Also ich habe meinen an seinem Bogen so quasi orientiert, ne? Deswegen das mit dem Tablet und alles, weil ich habe halt in Technology Punkte gehabt, ich auch gedacht habe, so, hey, wir können die doch gar nicht verwenden. Und, ja, aber ja, sehr, sehr cool. Aber das hat man in D&D ja auch, dass man öfters mal auch irgendwie Skills hat, die man weniger einsetzt, ne? Und nicht in jedem Abenteuer benutzen kann und so. Hm. War cool, war auf jeden Fall mal vom Kontrast her was ganz anderes als bisher, was wir so auf dem Kanal gewohnt sind mit D&D und ja, Vampire an sich gefällt mir gut. Also erster Eindruck jetzt ist echt cool, dass es so schnell deep werden kann, ohne viel Mechanik eigentlich. Das war schon nice, hat mir gut gefallen. Mhm. Meine Verhältnisse haben wir heute auch viel gewürfelt. Ja gut, irgendwie ist es so drin, ne? So, ich fahre jetzt Auto, ich muss ja, immer was würfeln. Stimmt, ja. Also man hat euch ein bisschen angemerkt, dass auch irgendwie, soll ich drauf würfeln, um das zu wissen? Irgendwie, und wenn man, ich sage immer, mach es einfach, sag einfach, was du weißt und was du nicht weißt. Und der Spielleiter berichtigt dich schon, wenn das irgendwie falsch ist oder so. So kriegt man dann vielleicht noch einen Ticken noch deeper hin, aber
ich habe auch das Gefühl gehabt, ihr wart auch gut in der Geschichte drin und am Ende auch diese Aufopferungssache, die war schon sehr cool irgendwie von Joanna, ja. Ja, das war ja, cool. Sorry, aber... Nee, ja, alles gut. Jetzt geht's ja richtig los, ne? Wie die Gruppendynamik so. Wie geht es weiter jetzt mit... das wäre jetzt interessant. Ja, ne? Eigentlich müssten wir noch einen zweiten One-Shot mit den gleichen Charakteren spielen, um das rauszufinden. Das wäre schon hart geil. Aber genau wegen sowas habe ich euch bei der Session Zero gefragt, ob ich wirklich den spielen soll oder nicht lieber den Brewer nehmen soll. Ich habe euch gewarnt, ne? Protagonist, und ich spiele den dann auch so. Ja, du warst sehr dominant, ja. Irgendwie ja, Aline, genau. Aline war ein bisschen an die Seite gedrängt. Es war irgendwie rechts hin und her zwischen Paul und Joanna. Sorry! No worries. In 2 Stunden passiert das schon mal, dass man weniger Spotlight bekommt. Aber du hattest ja auch deine kleinen Szenen. Das ja, voll. Und ich bin sowieso auch gar nicht so super in Rollenspielen drin, dass es auch voll schön ist, wenn Leute es erstmal übernehmen und man da so ein bisschen reinwachsen kann. Und dann Also, obwohl ich einen Charakter habe, der natürlich sehr im Spotlight steht, muss man da erstmal reinkommen, finde ich. Und von dem her hat es mich nicht gestört. Ja, cool. Ja, schön, dass du mitgespielt hast, Svenja. Hab mich sehr gefreut, dass du da dabei warst. Ja. Sehr schön. Ja, danke, 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 Koali. Das findet man auf twitch.tv/Koali. Ja. Oder auf YouTube unter der Koali. Da landen die ganzen alten Runden. Da findet ihr auch mindestens eine Vampire-Runde noch, wenn ihr da Interesse an habt. Sehr, sehr schön. Okay, Leute, hier geht's in einer Woche weiter mit dem D&D-Zug. Nein, es geht früher weiter. Es geht schon am Donnerstag weiter. Mit dem Heiko seinem Baby. Ja, genau. Am Donnerstag kommt Episode 3 von Ballspawn Saga. Ja, also Hai und Co. Ich habe den Namen nicht verbrochen, aber I'm gonna own it. Ja, genau, da werden wir dann, glaube ich, da ist der David nochmal als Gast da. Mhm. Und da werden wir dann, glaube ich, rausfinden, ob unsere Helden noch in Beregost oder Nashkill ankommen oder ob sie einfach alles, was kreucht und fleucht, zwischendurch auch noch erschlagen. Letzte Folge war sehr encounterlastig. Mal gucken, wie es weitergeht. Mal schauen, wie es weitergeht. Svenja, magst du irgendwas erwähnen noch? Abschließend. Nee. Ich fand es einfach voll geil. Ich fand es voll schön, mal wieder was zu spielen. Hat mir voll Spaß gemacht. Das würde cool. Ich sagen. Prima. Und Koali, bei dir geht es dann nach Plan am Sonntag weiter, oder? Wenn du so im Plan? Am Sonntag geht es weiter, ja, mit der Filiason-Saga. Genau, da sind die Helden unterwegs in den Inseln im Nebel, auf den Spuren der elfischen Geschichte in Aventurien. Sehr cool. Genau. Heiko, willst du was sagen? Na, ganz kurz, bevor wir uns rausschalten, sehe ich hier im Chat war noch Frage an dich, lieber Spielleiter, welche Clans Stokes und Marcus waren. Ich vermute mal, Marcus war ein Ventrue, oder? Die sind in der Tat im Schnellstarter, wenn ich es nicht überlesen habe, gar nicht definiert, als welchen Echt? Clan okay. sie haben, weil es für die Story nicht wichtig ist. Aber ja, ich denke, man kann, ich denke, ich habe mir Sam als Blucher vorgestellt und Marcus in der Tat als Ventrue, ja. Alles klar, sehr schön, Leute. Dann macht's gut, habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. So, ich mache jetzt den Stream aus. Tschüss, tschüss, Leute. Tschüss. Bye, bye. Chat. Ach, wir sind noch im Wir sind noch, im wir sind noch live auf Twitch. Internet. Ich habe gerade nur Dings beendet, den Podcast. Ich habe gesagt, das ist Ben, war ja auch da. Ben and Paper, viele Grüße. Habe ich gerade gesehen. Ah, ja, schöne Grüße. Macht's gut, Leute. Habt einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss, Internet.